Jo, dann schauen wir hier nochmal im Wald ein bisschen rum, ob wir vielleicht das ein oder andere Pokémon noch finden, das ich beim letzten Mal übersehen habe. Hier waren ja ein paar Bämon und diese Graffiti-Äffchen. Und was ist das dort? Ah, das ist wieder so ein Spinnerich. Guck mal, wie er da rumschleicht. Frechheit. Und hier haben wir einen Giftkristall. Okay, Skullsoul, der fette T3er und der 10. Monat. Vielen Dank. Dankeschön, du hast seit 10 Uhr schon gewartet. Oh nein. Oh nein, ich hoffe, du hattest gut was zu tun nebenbei. Vielen Dank für deinen Support. Hast du mittlerweile Fukano fangen können? Ja, die sind an anderen Stellen nochmal zuhauf rumgelaufen. Sogar bei Regen, bei Wind und Wetter, ja, sind sie mir entgegengesprungen. Frechheit. Sonnenkern mit Gift. Ja, ich meine, wir spammen das einfach weg, oder? Soll ich da jetzt groß rumwechseln? Morlord hat ja beim letzten Mal auch wirklich eine richtig gute Figur gemacht. Und am liebsten wäre mir wirklich ein Stein langsam für Kramorks, zumal Lavita ja auch erst mit Level 25 ein bisschen länger braucht, ne? Bis der wirklich heftig wird. Naja, wir werden einfach so ein bisschen in die Raids noch reinspammen, weil ich habe ja beim letzten Mal wirklich gut auf die Schnauze bekommen. Und das würde ich gern beim Kampfversteck dann vermeiden. Da müssen wir uns vielleicht noch ein paar Attacken auch umlegen, ne? Dass Garados irgendwie ein paar Flugmanöver vielleicht mitbekommt. Ich glaube, bis er Orkan lernen kann, das dauert auch noch ein bisschen, ne? Das wäre vielleicht hilfreich gewesen. Geil, allererste Shiny, Slimer. Einfach random gefunden, ohne groß zu suchen. Cool. Slimer ist auf jeden Fall eine Ansage, würde ich meinen. So, was machen wir? Bisschen Flammenwurf-Spam, oder? Sonnenkern. Stell dich nicht so an, mein Lieber. Jo, oh, der stellt sich wirklich gar nicht an. Was war da denn los? Oi! Ja, Sonnenkern, ne? Ist jetzt nicht so der heftigste, muss man sagen. Na dann, nehme ich ihn einfach mit. Komm, die Superbälle, die müssen doch irgendwo hin. So viele Bälle, die wir immer kaufen und sammeln. Raus damit! Ja, Mann. Sonnenkern ist einfach das schwächste Pokémon überhaupt. So wurde es auch vorgestellt, ne, in seinem Pokédex-Eintrag. Es ist einfach ultra wack und es wartet im Grunde nur darauf, dass es genügend Energie gesammelt hat. Und dann entwickelt es sich so. Mehr ist nicht drin bei ihm, ja. Sonnenkern. Ey, und ich habe erst überlegt, ob ich mich hier irgendwie noch anpassen muss. Ob ich irgendwie das Pokémon ändern muss, ne. Nope, am Arsch. Am Arsch. Kann man in der neuen Version sein Outfit auch wie damals bei Arceus ändern? Ich meine, ja, es gibt zumindest unterschiedliche Uniformen, so für Herbst, Sommer, Winter und so weiter. Aber ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Menü das war. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir das finden. War das hier einfach? Im Beutel? Ich glaube nicht. Picknick-Set, Akademie, Flasche. Junge, wie viel Zeug ich dabei habe, ne? Oh mein Gott. Aber du hattest irgendwo diese Option, um dein Outfit zu ändern. Da gibt es also kleinere Möglichkeiten und ich glaube, in der Stadt gab es auch Läden, wo du dann neue Hüte und so kaufen kannst, ja. Man kann sich komplett individuell gestalten, genau, also. Das haben sie tatsächlich mit übernommen, ja. Mit Steuerkreuz nach links. Lass mal gucken. Oh, du hast völlig recht, ja, schaut mal, hier haben wir die unterschiedlichen Uniformen. Ich kann ja mal Herbst anziehen. Ah ja, guck mal, mit so einer etwas dickeren Jacke. Und Winter ist eine längere Hose, hoffe ich. Ah ja, schau mal. Also das sind jetzt so die Standarddinger, ne? Und man kann auch oben sein Gesicht ändern, was man halt so macht beim Umziehen, ne? Kurz die Nase brechen und dann läuft das. Und auch hier die Socken. Oh, ich kann auch kürzere Socken anziehen. Das finde ich echt gut. Diese langen Socken verstören mich ein bisschen. Bam! Ja, Mann. Läuft bei uns. Sehr gut. Haben wir das auch mal gesehen? Calcium, auch Spezialangriff, das ist eine gute Sache. Eigentlich suche ich aber noch ein paar Pokémon, die mir im Wald hier fehlen. Weiß aber nicht, ob das wirklich viele sind. Ich meine, die Eichhörnchen konnten hier noch rumwuseln. Da habe ich aber letztes Mal auch nicht eins gesehen. Das ist wieder die kleine Ratte. Da haben wir das Schweinchen. Und da sind wieder die Äffchen. Okay, also hier ist zumindest alles gleich geblieben. Wenig Überraschungen im Wald. Das finde ich gut, hör mal. Aber ich hätte gern so ein Eichhörnchen. Möglicherweise hängen die aber auch im Baum, oder? Vielleicht. Ach, guck mal, da sitzt wirklich ein Äffchen auf dem Baum. Aha! Okay, maybe ist das mit den Eichhörnchen ja ähnlich. Denn wenn das hier ein Wald ist,
dann müssen wir vielleicht mehr auf die Bäume achten. Ne? Wer hätte es gedacht? Den Wald vor lauter Eichhörnchen nicht sehen. Die Frage ist nur, ob ich die erkenne. Von Tanzers haben wir ja auch gesprochen. Die sind hier vielleicht auch... Vielleicht crashe ich einfach mal in ein paar Bäume rein. Pass mal auf, bevor ich jetzt hier random irgendwie unterwegs bin. Vielleicht haben wir einfach Glück so. Das Glück ist ja bekanntlich mit den Mutigen. Und mit den Dummen. Also habe ich die doppelte Chance, hier jetzt irgendwas zu finden. Aber... Oh! Wow, wirklich! Yo, Tanzer! Look at him! Damn, Tanzer, ich habe aber Angst, dich zu töten mit allem, was ich tue. Vielleicht hast du ja gehört, genau von dem hier, von dem Superball. Und viele deiner Freunde mögen den. Oh, er auch, er kennt ihn. Sehr, sehr gut. Tanzer, geil, Mann. Tanzer ist im Grunde so ein Käfer-Voltoball, wenn man so will, ne? Der explodiert auch ganz gern, bilde ich mir ein. Und es ist natürlich ein Tannenzapfen. Richtig nice. Beutelwurm-Pokémon. Es erfreut sich daran, seine Schale mit Schichten von Baumrinde dicker zu machen. Ihm ist es gleich, dass es dadurch schwerer wird. Geil, ist ihm einfach egal. Leute, wir sollten alle mehr wie Tanzer sein, oder? Meine liebe Tante hatte, leider vor vielen Jahren schon verstorben, einen ganz tollen kleinen Hund, der hieß Moppy. Das war so eine richtige Mischung, du wusstest nicht, was drin ist, ja? Hättest du einen DNA-Test gemacht, wäre der Test explodiert. So, dieser Art von Hund, wisst ihr, wie ich meine. Aber nicht zuletzt deswegen einer der Besten. Und der war an sich an keinem Spielzeug interessiert. Es sei denn, es war so ein Tannenzapfen. Und damit konntest du ihm immer eine Freude machen. So, wenn du den besucht hast... Oh, hier sind die Eichhörnchen, irre. Wenn du den besucht hast, dann brauchtest du keine Leckerlis mitbringen oder so. Sondern einfach einen Tannenzapfen. Oh, das ist die Grillenentwicklung, oder? What? Junge, das ist ein fucking Bionic hier einfach. Lextremo. Oh, wow, ich hoffe, der gründet zeitnah eine Band. Ja, und dann ist er komplett mit diesem Tannenzapfen durch die Bude, Treppe hoch, runter. Und das war einfach der Beste der ever, ja. Mega. Da war immer was los. Der kleine Moppy. Superball. Oh, Lextremo hat nicht so Bock. Ich hoffe, es regnet hier kein Blut oder so. Das wäre jetzt sehr unangenehm. So, Beta, das hingegen ist sehr, sehr angenehm. Vielen Dank für den fetten T2er im 58. Monat. Holy shit, Mann. Vielen Dank. Aber Lextremo ist wirklich schlecht drauf, ne? Ausdauer setzt er ein. Ah, ich habe immer Angst, diese Käfer kaputt zu machen, egal was ich tue. Aber ich probiere es mal mit dem Kanon. Ich meine, den habe ich ja extra aufgehoben, den Kanon, ne? Ist so. In Lextremo heißt seine Band. Wie geil wäre das, wenn sie da eine Anspielung bringen. Aber ich fürchte, In Extremo ist auch bei Nintendo jetzt nicht so bekannt, oder? Ich fürchte leider nein. Chris, hallöchen. So, reicht das schon? Ich habe noch einen Hyperball. Vielleicht gönnt er ja ein bisschen. Komm, ich möchte dich wirklich gerne haben. Nice. Ja, der Spielmannsfluch. Jetzt auch in diesem Hyperball. Sehr nice. Level up. Oh, Lavita auch. Sehr cool. Lextremo, Heuschrecken-Pokémon. Macht es ernst, so stellt es sich auf sein zuvor eingeklapptes Beinpaar und schaltet in den Showdown-Modus. So bezwingt es Gegner im Nu. Also wenn du einen ganz eigenen Showdown-Modus hast, dann bist du schon ein Macher, oder? Showdown-Modus, Bruder. Jetzt wird's aber wild. Ist auch die Endentwicklung, okay. Wo sind jetzt die Eichhörnchen hin? Oh nein, hier war doch ein dickes. Saurer Apfel. Für Schlapfel. Nice one, bleib stehen. Ich will das dicke Eichhörnchen. Ja, Mann, das sieht aus wie ich. Nur ist es weniger behaart. Schlaraffel. Ich glaube, du kriegst auch erstmal einen Kanon, mein Guter. Bam. Oh. Schlaraffel hat ein bisschen mehr Defense. Da hätte ich vielleicht auch mal reinbeißen können, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Und es wirkt einfach direkt Verzehrer. Geil. Und das bringt gar nichts, weil Verzehrer ist, glaube ich, eine der Attacken, die von Horter profitieren. Wir hatten ja schon mal so einen Pummeluff als Gegner. Das hat Horter eingesetzt und dadurch eine Ladung pro Einsatz angehäuft und auch seine Defense erhöht.
Und dann gibt es Attacken, die diese Horterladungen verbrauchen. Verzehrer, um sich zu heilen. Und was weiß ich, Rudelbums, um Schaden zu verursachen, ja. Aber der Bruder ist einfach so verfressen, dass er gar nichts anhortet, sondern immer weiter frisst, obwohl nichts da ist. Absolut geil. Gibt es das Game auch auf Steam? Nee, nur Nintendo Switch, soweit ich weiß. Glaube ich bei allen Pokémon-Games so, ne? Hey, da haben wir ihn. Schnuppuck macht das auch. Stimmt, der macht das auch sehr gern, ja. Hey, mehr Level. Geil. Schlaraffel, Gierschlund-Pokémon. Entdeckt es einen Baum voller Beeren, lässt es selbst in der Hitze des Gefechts alles stehen und liegen, um sie einzusammeln. Passt ganz gut zu dem, was wir gerade abgeleitet haben, ne? Junge, Junge. Krokel hat Schmelzkäse auf den Kopf bekommen. Ist schön, oder? Dieser herrliche Hut. Sehr, sehr geil. Schlaraffel. Ich glaube, einen Raffel habe ich schon. Ja, das habe ich schon irgendwo anders gefangen. Man muss wirklich sagen, einige Eindeutschungen von Pokémon-Namen sind eher so lala. Aber Raffel und Schlaraffel sind ja wohl absolute Legenden. Da kann man, finde ich, gar nicht mehr. Bah! Flammenwurf-Animation. Einfach flüssiger als der Rest vom Game, ne? Richtig lecker, Mann. Großer Fan. Gut, dann habe ich Tanza, das wollte ich. Dann haben wir das Eichhörnchen, das wollte ich. Mann, jetzt sind hier so viele Eichhörnchen, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich muss die ganze Art ausrotten, sonst kann ich nie wieder diesen Wald verlassen, oder was? Na gut. Eichhörnchen am Stiel. Weggebrutzelt. Mitten im Kampf sieht Bären und denkt nur, Bruder muss los. Ja, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Schlapfel gewinnt auch jeden Namenspreis. Schlapfel ist auch wirklich super. Ja, absolut. So. Haben wir hier noch irgendwas? Kann ich mal auf die Karte gucken? Haben wir hier schon Pokémon-Markierungen? Ja, da sind welche. Oh, hier kann dieser Kommandutan und hier kann tatsächlich auch ein Knapfel sein. Aha, aber Knapfel wird doch tausendprozentig an einem Baum hängen, oder? Wir können ja mal gerade gucken, ob wir vielleicht so einen Apfel oder so einen Affen finden. Und ich würde es sehr feiern, wenn die echt an einem Baum rumhängen, um ehrlich zu sein. Muss nur gleichermaßen aufpassen, dass ich hier nicht gleich den Rest des Waldes irgendwie an meinen Fersen heften habe. Was bist du? Das ist ein Schmelke wieder. Jawohl. Boah, und das ist bestimmt auch gar nicht so einfach zu sehen, oder? Je nachdem, wie groß die sind. Also ein Affen... Oh, sieht man vielleicht eher. Da ist er. Das hat jetzt aber gedauert. Kommandutan, jawohl. Level 26. Du kriegst auch einen Kanon, mein Lieber. Das hat nämlich bisher sehr, sehr gut funktioniert, wenn ich dem hier was vorsinge. Nice. Ich habe selber nicht mal einen Blutzug gefunden. Ja, aber du heißt ja Schmelke, Schmelke. Du bist das Blutzug. Darum siehst du die nicht. Die sehen dich kommen und denken, scheiße, ein Konkurrent, ein Konkurrent. Und dann suchen sie das Weite. Bam. Also vorhin war ein Volltreffer, ne? Vorhin war ein Volltreffer, deswegen war Schlaraffel im orangenen Bereich. Aber bei ihm hat es nicht gereicht. Na, einer geht noch. Komm, los geht's. Ja, stimmt, sollte die Spiegel wieder aufhängen. Junge, der eine wird zur Kakerlake, der nächste zum Blutzuck, ne? Oh, oh, oh. Baron, der vierte Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Er hat tatsächlich eine Attacke durchbekommen, die klappt. Das ist sehr, sehr gut. Dann komm in meinen Superball. Zack. Das hat richtig gut funktioniert. Super nice. Nächste Verzögerung. Und guck mal, ich habe den Online-Modus anscheinend an, weil da läuft Schmelke ja. Und such gerade die Blutzugs hier und findet keine. Sehr merkwürdig, ne? Da, Fragezeichen, wo sind die Blutzugs hier, Alter? Ganz seltsam. Ja, dieser Koop-Modus, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt aber. Komm, du hattest deinen Spaß, mein Lieber. Oh, der will mich richtig hops nehmen. Jetzt fängt er erst an hier mit Kraftvorrat. Aber so viel auf Vorrat hat er anscheinend nicht gehabt. Na dann, komm, die Geheimwaffe. Die geheimste der Geheimen. Sag mal, das ist aber ein ganz schöner Stinkstiefel. Ich habe den extra geschwächt. Und was lernen wir daraus? Es niemals versuchen. In der Region gibt es viele Geist-Pokémon, oder? Also wir haben ja schon viele gesehen. Verhältnismäßig viele. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Und das war meistens bei Nacht, was ja passt. Aber sonst Geist-Pokémon?
würde ich jetzt nicht sagen, ist so ein Rare-Spawn, aber waren ja dann doch gern in irgendwelchen Creepy-Städten, auf Pokémon-Friedhöfen oder was weiß ich, ne, auf irgendwelchen verlassenen Bergen oder so, in ganz eigenen Locations, will ich sagen. Verbinde ich eigentlich auch eher damit, ja, dass sie ein bisschen weirder sind, was, ich sag mal, ihre Fundorte angeht, aber, ja, hier anscheinend nicht. Kommandutan, kurz noch die Frage, kannst du jetzt bitte klarkommen? Das ist ja unglaublich, hör mal, der frisst ja mehr Bälle als alle anderen zusammen. Los jetzt! Er wollte den Pokéball, ne? Er wollte das Original. So sieht's aus. Luna, hi! Das Schweinchen im Hintergrund, so lululu, ich beachte die gar nicht. Das ist super, ne? Wenn man die manchmal beobachtet, wie die hier rumlaufen. Kommandutan, Weisheits-Pokémon. Wegen der Art und Weise, wie sie den Pokémon des Waldes ständig Befehle erteilen, hielt man sie vor langer Zeit für Menschen. Ja, hat man die dann nicht angeguckt oder hat man denen nur zugehört? Wie kann man den denn sehen und sagen, ist ein Mensch, Junge? Ihr Professoren hier sind auch nicht die Klügsten, oder? Holy hell, Tarzan auf Wish bestellt. Na gut, Kommandutan. Da ist er. So, das war doch schon mal ganz nett. Dann möchte ich jetzt noch einen Knapfel haben. Aber Knapfel war ja auch in Schwert und Schild wirklich ziemlich räudig zu bekommen. Das ist wieder so ein Pilz. Deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass man für den auch irgendwas besonders Räudiges machen muss. Aber wir gucken uns einfach mal um. Der Wald ist ja recht groß. Und vielleicht habe ich ja Glück. Und sehe ihn irgendwo hängen. Das Ding ist halt nur gleichermaßen. Ich bin mir ja nicht mal hundertprozentig sicher, dass der wirklich hier hängt. Das heißt, wenn ich jetzt in die Bäume gucke, renne ich maybe auch einfach an ihm vorbei, wenn er ganz normal auf dem Boden chillt, ne? Aber ganz ehrlich, wenn es ein Pokémon gibt neben Tanzer, das nur in den Bäumen hängt, dann muss es Knapfel sein. Und darum behaupte ich jetzt, das ist hier so. Ich speichere nur noch mal. Noch ein Hyperball, das ist ein gutes Zeichen. Der ist nämlich für unseren Knapfel, ja. Ich sag ja immer, wenn ich reinkomme, gibt es ein First-Class-Schwein zu sehen. Tobi Nummer 3. Das könnte passieren, ja. Dieser Mann ist überall. Phantomkraft. Oh, das hatte Darkrai immer, ne? Er verschwindet. Quasi so ein Schattenschaufler. Er verschwindet in den Schatten und dann kommt er wieder und dann boom. Atomschelle. Auch kein Knapfel. Was ist da für ein Auflauf? Was seid denn ihr? Ach, die Spinnen. Junge, die sehen so niedlich aus und rund, ne? Dabei sind es Spinnen, Leute. Ich prangere das wirklich an. Dann brauche ich noch ein Pokémon, das so ein großer Latschen ist. Ein großer Schuh zum Kontern. Da ist wieder ein Tanzer. Und ein Äffchen. Oh, da sind zwei auf dem Baum. Vielleicht noch ein Knapfel? Nee, ne? Knapfel mögen die hier nicht. Ah, warum nicht? Knapfel ist doch ein guter, Leute. Stellt euch mal nicht so an. Frechheit. Das war die Attacke von Giratina. Giratina auch, ja. Stimmt. Verbinde ich mit diesen teuflischen Legendären. Damit sind die mir immer gut auf den Sack gegangen. Und wo ich sie dann hatte, bin ich anderen damit gut auf den Sack gegangen. Gar kein Ding. Oh, Flamingo. Und ein Bojelin. Das Bojelin. Da schläft noch ein Enton. Das hätte ich ja sehr, sehr gern. Da hinten ist auch noch ein Raid. Da komme ich an das auch ran. Oh, ein Omod, Junge. Jetzt geht's ja aber richtig zur Sache. Warte mal. Wir müssen mal gerade hier die Position... Na. Geh weg, dich will ich nicht. Den will ich. Der ist ein schöner. Guck mal. Ey. Ein feiner Otter. Dann slammen wir dich mal in Grund und Boden. Oh, ich erinnere mich an die Animation. Das war auch fürchterlich, ne? Schön den Rotor angeworfen. Und ich glaube, den Hyperball hebe ich trotzdem noch auf. Dieses Enton, das da über die Brücke geht, Junge. Er kommt gerade vom Einkaufen. Bester Mitarbeiter. Ach, Bojelin, sei doch nicht so. Mann, jetzt habe ich Angst, dass das so lange dauert, dass das Omod verschwindet. Das könnte passieren, ne? Aber wir glauben mal weiter dran. Sirius, Hallöchen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Es gab Kramorx zu finden. Absolut mein Lieblings-Pokémon. Ja, habe ich auch mal mitgenommen. Weil viele meiner Pokémon zumindest zeitweise einen Hut auf hatten. Und da dachte ich, ja, da kann ich an Kramorx nicht vorbeilaufen, ja. Und hatte es auch noch nie im Team, obwohl ich die Entwicklung Kram-Chef sehr geil finde. Nur Morlord, irgendwie habe ich gedacht, wir kriegen das ein bisschen schneller hin, wir beide.
Leider habe ich falsch gelegen, Mann. So. Und jetzt vielleicht. Junge, das Game ist wieder Sucht pur. Ist fürchterlich, oder? Genauso schön, wie es fürchterlich ist. Aber das Schöne überwiegt. Ah, nur bei Bojelin nicht, Mann. Wieso sind denn die so räudig gerade zum Anfang hier? Willst du doch den Hyperball, Bruder? Den wollte ich eigentlich aufheben, aber töte doch meinen Lord nicht. Was ist mit dir? Boah. Komm an, Dutan und Bojelin. Holy hell, ich dachte, Mollord haut das easy weg. Hatte Angst, dass er den vielleicht sogar aus dem Leben scheppert, aber es sollte alles anders kommen, ja. Naja, dann Garados rein. Und wir haben ja noch ein paar Superbälle. Außerdem scheint Omot hier ja auch einen ganz entspannten zu machen. Muss ich mir also keine Sorgen machen. Was ist da links noch? Tanzer? Oh, Tanzer unterm Baum. Siehst du, der hat sich selber runtergeschüttelt. Der ist so schwer geworden mit seinen ganzen Holzschichten. Der ist einfach runtergeknallt, muss jetzt auf den Boden leben. Junge, der wollte wirklich einfach nur Morlord töten. Und jetzt ist er happy und kommt mit. Was für ein kranker Psychopath, Mann. Oh mein Gott. Aber gut, immerhin haben wir ihn. Meereswiesel-Pokémon. Mit gefüllter Schwimmblase kann es Menschen auf seinem Rücken tragen. Lässt es Luft aus ihr heraus, taucht es unter. Die Schwimmblase, Junge. Wenn du dann so eine Herde von Bojelin hast und die lassen die Luft raus, dann erstmal halbe Stunde lang durchfurzen. Machst du das Fenster auf, wohnst du am Meer und die ganze Zeit nur brüllt, Junge. Hilfe. Wie wenn du im Wald wohnst und die Hirsche röhren, aber aus der anderen Körperöffnung halt. Okay, dann hätte ich jetzt mal kurz einen Beleber eingeworfen. Und zwar, weil ich Morlord natürlich die EP gönne. Aber jetzt nicht zum Pokécenter zurück will, wenn wir hier noch ein bisschen was fangen wollen. Geht weg jetzt, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich werde hier umringt von der Otterbande. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh, ist das hier ein... Wie heißt er? Mimi? Mimigma? Nee. Ednigma? Der Riddler? Mimigma, doch, okay. Mimigma, was mache ich mit dir jetzt? Ah, das ist nicht einfach. Das ist ja auch super süß, ne? Das ist irgendwie ein Geist, der keine Freunde gefunden hat. Und dann hat er so eine Werbung von Pikachu gesehen und hat sich so ein Pikachu-Kostüm gemacht. Und das eigentliche Pokémon ist unter dem Kostüm und man sieht nur im Bauch von dem Pikachu seine Augen quasi. Da. Das ist auch mega sweet eigentlich. Aber dieser Geist kann auch eine ganz schöne Bestie sein. Jetzt hat er seine Klauen gewetzt und kann sein, dass er mich gleich totknuddelt oder so. Mal schauen. Genau deswegen habe ich immer ein Alpollo für Hypnose dabei. Er ist auf jeden Fall clever. Die letzten Male hatte ich ganz schön viel Glück. Da war wirklich häufig Superballwerfen drin. Ohne irgendwas. Aber heute sind sie ein bisschen am Stänkern. Ja, wir müssen uns hier erstmal wieder eingrooven. Muss erstmal wieder an meine alte Fangtechnik irgendwie rankommen. Und dann wird das aber auch mit der Zeit. Zeig mal bitte gleich auf der Map, wo du bist. Ich habe ein Bild gefunden, wo man Knapfel finden kann. Okay. Können wir gleich gucken. Hast ja deren Mutter einkassiert. Ja, aber das nur, weil ich denen zeigen wollte, wie das Leben so spielt. Die müssen ja irgendwann auch mal lernen, ein bisschen selbstständig zu sein in dieser großen, gefährlichen Pokémon-Welt. Ansonsten ist sie ja auch ganz schnell Feierabend, ne? Zack, werden sie von einem Tauboss gerissen. Jetzt hat es meinen Angriff stark verringert. Wird es ein Einäschern überleben? Boah. Das ist schwierig. Ich will lieber noch einen Superball werfen. Ich habe dolle Angst. Ich glaube einfach noch. Nee, ich glaube nicht mehr. Du kriegst jetzt ein Einäschern. Und du wirst es überleben. Es setzt Mimikry ein. Es wirft jetzt selber den Superball. Es klaut jetzt meinen Starter. Oh nein. So, Einäschern it is. Lass mal sehen hier. Mimikry. Fehlgeschlagen. Mimikry kopiert eine Attacke, die gerade dran war. War ja noch nicht der Fall. Putz. Kostümspuk wirkt. Achso, der absorbiert ja sogar eine. Jetzt ist es aufgeflogen. Jetzt hat es nur so ein bisschen Schaden gefressen. Ah. Vielleicht hat es ja jetzt genug Schiss. Vielleicht war ja das Kostüm, das aktiv war, genau das, was es verhindert hat, mitzukommen. Ey, und es war so. Sehr gut. Mimigma. Also, ich muss hier gleich Superbälle kaufen, wenn das so weitergeht, ne? Die haben mir ein bisschen zu viel Bock langsam. Garados versucht, Nassschweif zu erlernen. Jo, auf jeden Fall nehmen wir den mit. Aber für was? Für Eissturm. Ja, komm.
Scheiß mal auf Eissturm. Weg damit. Mimikma ist unerwartet hart. Ist so, ne? Für Mimikma habe ich in Schild 2 Stunden gewartet. Wieso ist es auch hier fangbar? Es ist überall. Lavita will Knirscher lernen. Guck mal, unser kleiner Mann, ne? Er wird so schnell erwachsen. Kreideschrei nehmen wir weg dafür. Attackensetup sah ganz okay aus bei Lavita. Waren ein paar gute Banger dabei, ja? So. Jetzt muss ich nur gleich noch gucken, ob Omot noch da ist und auf die Karte wollten wir schauen. Kostümspuk-Pokémon, verkleidete Form. Es lebt an dunklen Orten ohne Sonnenlicht. Menschen zeigt es sich nur, wenn es mit einem Lumpen bedeckt ist, der aussieht wie ein Pikachu. Schön. So schön kann ich auch Pikachu malen. Da kann man mitkommen bei einer Runde Scribble bei uns. Da wird es der Sieger sein. Aber Omot ist jetzt weg, oder? Oh nein, Omot, warum? Na gut, dafür habe ich Mimikma. Wir finden bestimmt im Zweifelsfall noch einen Omot. Muss ich jetzt nicht allzu lange weinen. Die Otterbande ist auch eingeschlafen. Seht ihr, die haben das Trauma mit ihrer Mutti schnell überwunden. So haben wir uns das gewünscht. Ja, ich bin gerade hier. Bei der Brücke. Oh, da sind ja noch mehr, die ich nicht habe. Boah, damn. Ja, hier in diesem Wald. Und da jetzt in der Nähe der Brücke. Ich kann auch nochmal rauszoomen. Dann sieht das Ganze so aus. Dann bin ich hier. Bei den Giftmitgliedern von Team Star. Ich habe gehört, dass man Scribble nur gewinnen kann, wenn Zoe nicht mitmacht. Das stimmt. Zoe ist leider zu skilled. Und gewinnt somit immer zurecht. Wäre auf jeden Fall seltsam, wenn nicht. Howie, hi. Okay, Tanzer Bämon. Das sind wieder die kleinen Ratten. Ja, dann gucken wir jetzt noch in ein paar Bäume. Und ansonsten gehen wir mal über die Brücke. EP-Bonbons, mehr Spinnen, mehr Eichhörnchen. Noch ein Dumise. Junge, diese Dumise sind so random. Holy shit, hinter mir? Hinter mir ein Knapfel? Wo hast du eins gesehen? Da unten ist so ein Koala. Irgendwo im Baum? Oder what? Da ist es nicht. Ach, auf der Minimap. Ah, auf der Minimap. Aber das zeigt nicht die genaue Position, oder? Das zeigt nur, dass hier eins sein könnte. Also wir sind an sich richtig. Okay, ich dachte, du hast eins auf dem Boden jetzt gesehen oder so. Damn. Aber dann sind wir korrekt, Shion. Du hast völlig recht. Dankeschön. Das heißt, irgendwo hier bei diesen Bäumen könnte eins rumhängen. Hm. Wir können natürlich einfach auch gerade ein bisschen unlucky sein. Hatten wir ja häufiger. Habe ja bei dem einen Spot dort dreimal resetten keinen Bummels gefunden. Dafür diese Papageien in 20 verschiedenen Farben. Vielleicht ist auch die Tageszeit. Ja, es kann einige Faktoren haben, ne? Einige viele. Grausam, in Pokémon Go gibt es einen Pikachu mit Mimikma-Kostüm. Nicht sicher. Das ist wieder ein Schweinchen dort. Nicht sicher, ob nice oder assi, weil Mimikma ja deswegen das Pikachu-Outfit hat, weil es genauso beliebt sein wollte. Ist das jetzt, du bist super, oder der, ich trage mal das Mimikma-Outfit zu Halloween, um den anderen zu trollen. Nein, Pikachu macht das bestimmt aus Niedlichkeit und sagt, ey, du siehst ja sogar noch cooler aus als ich. Und dann werden sie Best Friends. So sweet. Okay, da ist noch ein Pilz. Dann, oh, da ist sogar so ein Froschi, guckt mal, in freier Wildbahn. Geil, Wampitz, my man. Jo, sehr gut, so laufe ich auch immer durch die Gegend. Schön die Arme nach vorne und ein bisschen abfedern die Bewegung. Sehr, oh, wait, sehr gut, sehr gut. Dich habe ich auch noch nicht, mein Schöner. Ja, bitte nicht meine Beine abschneiden, die brauche ich noch. Du siehst noch cooler aus, deswegen an Halloween. Ja, da traut man sich noch was, ne? So nämlich. War der auch für Käfer, der Netzball? Ich glaube, oder? Wasser- und Käfer-Pokémon. Weiß ich mir gar nicht mehr, ob der Bruder überhaupt Käfer war. War der nicht irgendwie Unlichtstahl oder so? Das war doch ganz weird. Mal gucken. Erstmal hoffen wir, dass der Superball zu altem Glanz zurückfindet, aber das tut er nicht. Das tut er einfach nicht. Verdammt. Dann eben nicht. Unlichtstahl, ja. Dann kann ich da bedenkenlos mit einem Kanon arbeiten und ihm vielleicht so eine ganz kleine Babyschelle verpassen. Damit er sieht, oha, die machen hier keine halben Sachen. Sehr gut. Und so das leichte Anpimmeln.
Das hat ja schon gereicht bei vielen, ne? Darum hoffen wir einfach, dass das bei ihm ähnlich ist, was bei Mimigma funktioniert. Funktioniert auch bei kleinen Gladiatorenkäfern. Und es ist wirklich so, wie geil. Die eine Konstante, ja. Auf die ist noch Verlass hier. Sehr gut. Gladiantri. Stahlklingen-Pokémon. Furchtlos stellt es sich selbst starken Gegnern. Im Ernstfall hält es sich an ihnen fest und sticht mit den vielen Klingen an seinem Körper zu. Das ist sehr brutal, Junge. Das umarmt dich einfach und dann fahren die Klinge aus seinem Körper. Hat das eine neue Entwicklung? Oder gab es da eine Zwischenentwicklung? Das wird auch dann zu Cesurio, glaube ich, ne? Was einfach ein größerer Gladiatorenkäfer ist. Aber da war ja gerade noch ein freies Feld vor Gierspenst. Oder Gierspenst hat noch eine Vorentwicklung. Aber was soll das sein? Das ist ja selber schon so mini. Könnte beides sein. Aber ich glaube eher, der hat noch eine Entwicklung bekommen, wa? Hab sogar irgendwas gelesen, glaube ich. Willst du eine Antwort oder fragst du für dich so? Nee, ich nehme auch eine Antwort, wenn ihr es wisst. Müsst ja nicht spoilern, wie das aussieht, aber... Wenn ihr es schon habt, ne? Hat eine? Ah, gucke. Siehst du mal. Sehr cool. Ich finde die Entwicklung tatsächlich von dem Kleinen von gerade schon sehr, sehr cool. Und dann hat es jetzt noch eine Entwicklung. Wer sitzt denn da jetzt? Ach, das ist so ein Koala. Ein Koala auf dem Baum. Sieht mega geil aus. Okay, cool. Das klingt sehr, sehr nice. Dann gehen wir jetzt hier drüben mal noch gucken. Was war hier drin? Das ist wieder so ein kleiner Pilz, oder? Bist du ein Pilz? Ich sehe es nicht. Oder bist du gar nichts? Bist du ein Stein? Oh, es ist ein Gespenst. Okay, da kommt sogar Anton ganz aufgeregt an. Wollte gerade sagen, das klappert doch so metallisch, ne? Was ist denn da los? Was haben wir hier Schönes? Das ist wieder Fee. Ein Vati! Ah, oh, Vati ohne Fati. Geil. Was nehmen wir denn gegen Fee mit? Mensch, dieses Drachenflug hat aber eine seltsame Grafik. Und diese neue Mechanik mit den Bällen finde ich auch seltsam. Oh ja. Wow, ist mal wieder ganz tot, hat Manfred auch gesagt. Dann muss es wahr sein. Kaiko, mein Lieber, vielen Dank für deinen fetten 20er auf Nacken von meinem brennenden Sombrero. Vielen Dank. Dankeschön. Gierspenst selber hat eine Entwicklung, ne? Aber keine Vorentwicklung. Jo. Kaiko, dankeschön. Wen nehmen wir denn? Den Lord einfach? Ich hätte fast gesagt, ja. Der Lord hat, glaube ich, letztes Mal eine sehr gute Figur gemacht. Dann knallen wir Vati jetzt einfach über den Haufen, Junge. Let's go. Beziehungsweise waren die 1- und 2-Sterne-Raids ja sowieso so, dass ich im Zweifelsfall auch anfeuern spammen kann und dann machen das die anderen. Das war jetzt glücklicherweise nicht so schlimm wie die Dino-Raids. Geht los. Yeah. Vati, ohne Fati. Warum haben sie bei jedem die Augen so vergrößert drumherum? Das ist echt verstörend. Da hätten sie den Sprite doch ein bisschen kleiner machen können. Aber nö, gar keinen Bock gehabt, ne? Lieber überall diese riesigen Augen, die uns beobachten. Bam! Das hat gebrettert, Junge. Sehr gut. Ah, ein Vati hätte ich ja auch gerne im Team, ne? Ich bin großer Freund von Ampharos, weil ich damals auch diese Storyline mit dem Leuchtturm und Jasmin so toll fand. Aber ich hab's nie bekommen. Jetzt habe ich aber Vampitz dabei. Und ich glaube, Vampitz bleibt auch dabei. Denn er ist einfach ein fetter Frosch. Und den fühle ich einfach insgesamt ein bisschen mehr. Darum, Vati, kommst du natürlich mit. Das ist ja komplett klar. Aber der Ampharos-Slot wurde leider belegt. Wie so ein Sandwich. Und da sind wir wieder. Wollte auch schon immer eins benutzen, aber immer noch zu unpraktisch oder spät, ne? Ist immer das Problem. Das merke ich ja auch bei meinem Lavita jetzt, ja. Bam. Wie der Pokéball einfach so genickt hat nach vorne, ne? Drip. Jawohl. Nee, Voltilam-Wolle. Sehr gut, ganz schön viel Wolle. Voltilam einfach nackig jetzt. Nur noch dieser blaue Körper ohne Wolle. Nacktilam, das neue Schaf-Pokémon. Holen Sie sich es noch heute. Entwickelt sich Vampitz noch? Ich glaube nein. Ich glaube, der dicke Frosch bleibt der dicke Frosch. Voltilam, Wolle-Pokémon.
lädt es sich statisch auf, verdoppelt sich das Volumen seiner Wolle. Wer es berührt, erhält einen Elektroschock. Einfach ein Stromschaf, ne? Ehre. Als ich noch Pokémon gespielt habe, mochte ich immer Pokémon, mit denen ich mich identifizieren konnte. Dragosso, Schlorp, traurig, hungrig, oh nein. Oh nein, aber nachvollziehbar, ja. Kann ich auf jeden Fall fühlen. Superball, oh, ein bisschen Zink, sehr gut. Zink again, sagt man ja so schön, noch ein saurer Apfel. Jetzt will mich Knapfe aber verspotten, ne? Find hier lauter Äpfel, nur nicht den, den ich haben will, ja. Das ist auch schon wieder frech. Bist du ein Trainer hier? Laut Karte müsste es hier sein. Der sucht auch Knapfe. Junge, wir sind einfach die Knapfe-Bros. Es geht. Der hat... Ja, wehe, der hat jetzt eins, ey. Weißt du zufällig, wo das versteckte Giftmitglieder von Team Star ist? Ach, der sucht das Versteck. Dann sind wir doch keine Knapfe-Bros. Lieber Lieferant. Der sollte die Pizza rumbringen. Oh, und Pelipper, das ist jetzt nicht so gut für Kroko. Glaube, da wechseln wir auf unseren Froschi. Wampitz, dein Moment ist gekommen. Und er hat ja sogar die Brille, ne? Die seinen Spezialangriff irgendwie verstärkt. Also maybe könnte das ein One-Hit mit dem Funkensprung werden. Bin gespannt. Da ist er. Überflutung. Wasser. Und ich bin jetzt Typ Wasser. Das ist natürlich ganz schön frech, Junge. Ich habe so viel Wasser abbekommen, dass ich jetzt selber ein Wasser-Pokémon bin. Großartig. Oh, aber Wampitz hat Bock. Look at him. Er ist richtig hasserfüllt. Er will den Tod von Pelipper. Und er wird ihn bekommen. Pikachu Donnerschock. Wutz. Nice. Okay. Ja, Wampitz ist eine Killermaschine, ne? Man sieht ihm das nicht an. Aber innerlich tobt er. Sehr gut. Level 31. Das war wunderschön. Wenn es doch nur eine Karte gäbe, die mich zum Sieg führt. Die gibt es nicht, Bruder. Dein Herz muss dich führen. Sonst kannst du nicht gewinnen. Und mein Herz sagt mir, dicke Frösche müssen sein. Quark, quark, Facker. Was ist hier noch? Ich vermisse so ein bisschen in diesem Wald, weil hier so viele Spinnen rumkriechen, vielleicht auch deswegen. Aber einfach Raupi und Hornliu. Da ist noch ein Omot, Ehre. Omot, Omot. Jawohl. Ich finde, so ein Wald ohne Raupi und Hornliu ist kein richtiger Wald. So muss ich sagen, es geht nicht anders. Oh, Stachelspore, du Räudiger. Ah, oh, der räudige Rüdiger. Warum macht er denn sowas? Kroko, gib alles. Sing ihn kaputt. Putz. Ja, solider Hit. Bisschen gegenheilen. Die Paralyse macht es mir jetzt natürlich nicht leichter. Aber wir belieben, dass der nächste Kanon noch durchkommt. Scheit tritt er bei wild um sich. Alter. Holy hell, was hast du getan? Du hast meinen Tischpfosten gekickt. Alter, das ist zornig. Oh, da laufen die Kämpfe nicht so wie geplant anscheinend. Aber vielleicht kicke ich gleich mit, je nachdem, was der Superball jetzt macht. Bam. Nein, der Tisch bleibt intakt, Freunde. Wunderbar. Und er schwebt. Ey, Gramorgs. Er versucht, Verhöhner zu erlernen. Nee, die Höhner höre ich nicht so gern, tatsächlich. Aber ist ja Geschmackssache, ne? Omot, Giftmotten-Pokémon. Seine Flügel sind mit staubähnlichen Schuppen überzogen. Mit jedem Flügelschlag verstreut es hochgiftigen Puder. Das ist ja supergeil, das fliegt einfach nur neben dir und du verreckst. Nice one. Omot, willkommen im Bücherregal. Da ist schon wieder ein Gramorgs. Hallo. Na, ich hab dich schon, mein Schöner. Brauch dich leider nicht nochmal, da hängt so ein Spinnenmann am Baum. Ist das räudig. Und hier haben wir ein paar Äffchen drauf. Wieder ein Tanzer, das ist schon cool. Das sieht wirklich mittlerweile so aus, wie man sich früher in den älteren Editionen vorgestellt hat. Wenn man schön Kopfnuss an so einen Baum gehämmert hat. Tanzer, komm raus, hat man dann geschrien. Und dann kam es nicht. Aber jetzt sieht man es da hängen, jetzt hat es keine Wahl. Jetzt muss es runterfallen. Na gut. Ich glaube... Da Knapfe nicht so Lust auf uns hatte. Auf uns allesamt, Freunde. Ihr hängt damit drin, ob ihr wollt oder nicht. Blutsauger. Oh, das war auch eine starke Attacke, glaube ich. Hat natürlich ein bisschen gegengerackt. Da der nicht so Bock hat auf uns, weiß ich gerade noch nicht, wie ich hier wieder hochkomme. The fuck? Mit dem Sprung vielleicht? Hey, ich habe mich schön softlocked, Leute. Putz. Oh, oh. Oh, nein.
Ja, das war einer meiner besten Sprünge bis jetzt. 10 von 10. Aber ich glaube... Oh, nein. Oh, oh. Muss ich wirklich wegfliegen? Ach, come on. Wir schaffen das. Koraidon, do it. Oh, nein. Es fehlt so ein ganz kleines Stück. Oh, no. Jetzt vielleicht... ach, komm schon. Nein. Wie die Pokémon da oben auch gucken. Helft mir doch, ihr Schweine. Helft mir doch. Das ist ja unglaublich. Oh, es fehlt so ein Millimeter. Ah, nein. Das ist ja Pain. Ich glaube, ich muss jetzt echt rausfliegen, ne? Oder komme ich hier mit dem Sprung vielleicht so rum? So ganz merkwürdig. Oh. Ja. Yeah. Nice, Leute. Man muss nur kreativ sein. Und die blödmöglichste Option probieren. Dann kann das auch was werden. Na, ihr Vadribis. Ihr enjoyt einfach nur euer Dasein. Das ist sehr, sehr gut. Habt ihr gesehen, wie der auf mich draufspringen wollte? Du Ekliger. Weißt du, ich versuche ihm einen Frieden mit Spinnen zu machen. Und der springt mich einfach an. Was für ein mieser Hund, ganz ehrlich. Da hinten nehmen wir noch den Raid mit. Wenn es ein Raid ist, könnte auch ein leuchtendes Pokémon sein. Oh, es ist ein leuchtendes Pokémon und ein Raid. Und da ist noch ein Trainer. Oh Gott, ey, so viel zu tun in der Ecke. What? Dachte, wir sind in den nächsten 30 Sekunden beim Pokécenter. Naja, dann gönne ich, glaube ich, unserem Boy Lococo mal hier irgendwie so ein Heilpuder. Wo? Putz, jawohl, hat sie erholt. Sehr schön. War ein bisschen bitter, aber das ist okay. Das Leben ist manchmal bitter. So wie bei ihm jetzt. Du bist doch ein Akademieschüler. Zurück in die Akademie mit dir. Was soll das denn, Alter? The fuck? Er ist selber Schüler. Christoph. Was war das denn für eine blöde Ansage? Papunga. Auch schön. So, wenn du irgendwen triffst, der in der Tankstelle jobbt am Wochenende und sagst dann, ey, du jobbst doch in der Tankstelle, oder? Ja, ich hab aber frei. Nee, zurück in die Tankstelle mit dir. Was ist denn das für eine Ansage, Mann? Holy hell. Ultimativ weirder Dude einfach. Ey, craft ein geiles Stück Fleisch. Hoffe, das Glück beim Fangen war mit dir. Bisher ja. Bisher, ich meine, ein bisschen haben sie gestänkert, ja, aber am Ende hatten sie alle keine Chance. Ich hoffe, das bleibt so. Wenn man früher Bäume mit Honig eingerieben hat, ne, genau diese Geschichte. Oh, Level Up ist da, Freunde. Lococo auf 36. Geh mal zur Schule, Craft, bin da ganz bei Christoph, aber die Straße ist meine Schule, Kaiko. 187, Bruder, du weißt, guck dir Garados an. Pupita, da ist mein Lavita noch ein bisschen von entfernt. Aber nicht mehr allzu lange, das wird. Wenn der Krokoboy auf 36 ist, dann kann auch Lavita das irgendwann schaffen. Nice, und Garados zerbangt einfach zuverlässig. Sehr nice, Christoph. Was lernen wir daraus? Das nächste Mal lieber den Mund halten. Oh, nach Tara. Ja, ich bleib bei Garados, komm. Der wird ja jetzt nicht hier das komplett heftige Tank nach Tara oder so auspacken. Aber ist schon sehr hübsch, muss ich sagen. Nachtara, sehr hübsches Pokémon einfach. Nassschweif, bam. Oh, da dachte ich, wir kriegen es ein bisschen lower. Auf Verhöhner reingefallen. Vielleicht doch eine Kaskade dazwischen. Ums. Nee, das tankt gut was weg. Nachtara ist zurückgeschreckt. Tja, dann habe ich noch eine zweite Kaskade für dich. Bam. Sehr gut. Hat's ja mega gebracht. Was bringt dir der Tank, wenn er keinen Schaden drücken kann? Der Bruder hat noch nie M+ gespielt. Sehr gut. Wow, man kann also auch außerhalb des Klassenzimmers was lernen. Siehst du, Kaiko, hier, ne? Der weiß Bescheid. Oh mein Gott, es geschieht. Lococo, my boy. Oh, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber Veränderung gehört zum Leben dazu. Sei mir gegrüßt. Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Oh nein. Ich wollte einen Hut behalten. Glückwunsch, dein Lococo hat sich zu einem Skellocroc entwickelt. Was hat er da auf der Schnauze? Ist das ein Feuervogel? Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich ihn finde. Man sieht hier im hohen Gras auch nicht so viel. Es ist ein dickes, brennendes Krokodil. Das finde ich eigentlich ganz geil.
aber ich vermisse den Hut. Ich sag's, wie es ist, ein größerer Hut und mehr Käse auf dem Rücken hätte es noch geiler gemacht. Und diesen Vogel vorne drauf verstehe ich nicht so ganz. Ist das irgendein kulturelles wieder, sowas, folklorenmäßiges? Oder ist das, weil Vögel einfach manchmal auf den Schnauzen von Krokis sitzen, ne, und sich da sonnen? Gibt's ja so ein paar schöne Naturaufnahmen. Ha. Naja, da ist er. Sänger-Pokémon. Feuergeist. Der feurige Vogel, der durch Skellogrocks Gesang die Gestalt ändert, soll eine Seele sein, die sich in dem Feuerball auf seinem Kopf niederließ. Wow, okay. Mit der Erklärung habe ich jetzt nicht gerechnet, aber schön, dass es eine gibt. Ein bisschen weiter weg von dem, was ich gedacht habe, aber okay. Und Loderlied lernen wir. Aha. Der Anwender spuckt inbrünstig lodernde Flammen, als würde er singen, und versenkt das Ziel. Dadurch steigt auch der Spezialangriff des Anwenders. Oh, das ist big. Das ist big. Das nehmen wir, glaube ich, statt Einäschern einfach mit. Ja, los geht's. Alataya, hi. Cool. Also, Fazit ist, Entwicklung finde ich an sich ganz nice. Würde sagen, kann man machen. Bin jetzt nicht total begeistert oder so. Aber ich vermisse den Hut. Ich habe das so gefeiert mit dem Hut, Mann. Das ärgert mich, aber... An sich ja, es ist ein brennendes Kroko. Bin ich fein mit. Okay, es ist direkt eingeschlafen. Bin ich auch fein mit. Leb deinen Traum, Bruder. Kannst du bei mir machen. Alles cool. Ist ja auch dunkel hier, ne? Muss man auch mal schlafen. Sehr gut. Feuersombrero nicht, aber kleiner Feuercheep. Das stimmt, der Hut ist im Grunde ein Vogel geworden, ne? Damit kann man vielleicht doch leben. Mal sehen. Mal gucken, wie auch die Animation im Kampf so aussehen. Maybe wird das ja noch richtig geil. Dunkelklaue. Dunkelklaue ist aber auch big. Und das ist ein Äffchen. Tja, Äffchen habe ich schon, ne? Hätte er jetzt mal ein Terra-Knapfel sein können. Das hätte ich gefeiert. Beleber nehmen wir mit. Und das ist so bräunlich, das könnte Boden oder Kampf sein, wa? Finden wir jetzt einfach raus. Moin! Mankey. Oh, Mankey mit Kampfverstärkung. Holy shit. Ja, wir gehen da jetzt direkt mit unserem neuen Krokodil rein und gucken uns das mal genauestens an. Oh, Mankey fand ich auch immer cool, Mann. Da habe ich auch von Razaf, als ich es unterschätzt habe, mal richtig fett auf die Fresse bekommen, ey. Könnte auch sein, dass er so seine Beute anlockt. Wäre auch eine coole Idee gewesen, ja, mit so einem Vögelchen. Na nun, circa 19 Stunden endlich meinen zweiten Orden bekommen. Vorher habe ich es einfach nicht geschafft. Dafür schon 156 Pokémon gefangen. Junge, Junge. Läuft, ne? Ey! Nice. Ja, ist schon cool. Am besten den und Impergator im Team und schon hast du die Kroki-Gang. Dann zeig mal, was das neue Loderlied so kann. Er hat wirklich ein Feuermikro gehabt. Er hat ein Feuermikro beschworen. Und dann ist dieser kleine Vogel mit der Macht der Musik losgeflogen, oder? Wie herrlich ist das animiert. Wow, der Vogel macht voll mit. Der verwandelt sich in alles. Das ist ja schön. Das habe ich nicht erwartet, dass sie das so cool kombinieren. Wow, und wir haben Mankey. Mankey mit einer Kampfverstärkung. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. LeJeff, hi. Gott sei Dank streamst du gerade. Höre schon den ganzen Tag mit meinem Sohn die gleiche Kindermusik. Dreh langsam durch. Oh, schön. Die gehe ich ja auch immer mal von Tobi ein bisschen mit, ne? Von seiner Tilda, wenn da die ersten Kinderhits ausgepackt werden. Der Hummer hat Kummer, liebe Leute. Oh ja. Dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das war kein Hut, sondern sollte ein Nest sein mit einem Ei, wo der Vogel jetzt geschlüpft ist. Oh, wow. Ja, also es war tatsächlich klar von der Optik so Sombrero-mäßig, aber du hast völlig recht. Im Pokédex-Eintrag stand, das war so eine Art Flammenei. Und da ist der Vogel draus geschlüpft. Wow, not bad. Gut, dass ich keine Pokémon-Analysen mache, da würde ich ja richtig reinscheißen. Ehre. Okay. Ich sehe, mit jeder Minute, die wir länger drüber reden, ist das eine echt gut durchdachte Entwicklung.
Also so gut wie ein brennendes Krokodil mit einem Vogel auf der Schnauze halt sein kann, ne? Im Sinne einer Logik. Krass. Mankey, Schweinsaffen-Pokémon. Es lebt mit Artgenossen in Baumkronen. Verliert es sie aus den Augen, wird es vor Einsamkeit sofort zornig. Die waren auch bei Mystery Dungeon so toll, ne? Pokémon Mystery Dungeon, Leute, wenn ihr das auf der Switch nicht gespielt habt, so ein schönes Game. Oder wenn ihr mal reingucken wollt, auf YouTube habe ich ja meine Playlist dazu. Da hatten wir auch Mankeys, die randalierten. Und die haben wir dann nicht besiegt, sondern beruhigt, indem wir denen schöne Kastanien gebracht haben zum Futtern. Und dann waren sie immer kurz ruhig, solange sie satt waren, und dann sind sie wieder durchgedreht. Und das ging irgendwie 5-6 Mal oder so. Bis dann alle die Schnauze voll hatten. Auch super. Mein Knapfel war tatsächlich so ein Kristall-Pokémon. Jo, nice. Meins nicht. Meins ist inexistent. Oh nein. Na gut. Immerhin ein Mankey. Das ist auch okay. So, Leute. Dann, glaube ich, wir hatten ja alles in dieser Ecke, ne? Da ist immer noch das Äffchen. Die Animation der Attacke war sehr, sehr cool. Also da wir jetzt drüber gesprochen haben, holt mich das insgesamt doch noch mehr ab, muss ich gestehen. Das einzige Problem ist nur, jetzt ist es halt am Tag, ne? Eigentlich müssen wir jetzt nochmal rüberreiten, über die Brücke, und gucken, ob jetzt da, wo die Knapfelmarkierung auf der Map saß, nicht doch ein Knapfel ist, weil es jetzt hell ist. Wer weiß, vielleicht schlafen die in den Bäumen, wenn es dunkel wird oder so. Weil hier hüpfen jetzt auch weniger Geister-Pokémon rum, als vielmehr die ganzen Eichhörnchen und so, ne? Na mal schauen, ich würde es sehr schön finden. Bei Mystery Dungeon habe ich am Ende der Kampagne leider Rotz zu Wasser geheult. Das war wirklich unglaublich sad. Was denn hier? Oh, Blip, habe ich gar nicht gesehen. Das war unglaublich sad und wie schön auch die Pokémon-Gesichter animiert und gezeichnet waren. Und oh mein Gott, das war damals schon super traurig auf dem Game Boy Advance, glaube ich, war das noch, oder? Und das war in der Remake-Variante noch viel, viel schlimmer. Aber wirklich ein ganz, ganz tolles Game. Oh, mein Cousin ist jetzt auch wieder online. Alle hier am Suchten, Junge. Ich glaube, jeder in meiner Nintendo-Liste spielt gerade Pokémon. Komisch, was ist mit denen? Diese miesen Nerds, ey. Frechheit. Nee, Knapfel hat trotzdem keinen Bock auf mich, Leute. Dann ist es so. Ich werde es jetzt auch nicht total ausarten lassen und es stundenlang suchen. Vielleicht finden wir es einfach an irgendeinem Random-Baum nochmal. Oder, ja, bei der nächsten Jagd hier in dem Gebiet habe ich halt ein bisschen mehr Glück, ne? Bisschen Glück gehört ja auch immer dazu. So, was wir dann jetzt machen ist, bevor wir zum Pokécenter fliegen, wir knallen mal ein paar Bonbons weg hier. EP-Bonbon, ja. Garados könnte, aber Lavita muss eigentlich mal auf Vordermann gebracht werden hier. Hauen wir mal rein, komm, alle hier. Zack, EP-Bonbon S, Level 30. Ja, da ist er nämlich, the boy. Lavita entwickelt sich. Lass mal vorankommen hier in der Reihe, ne? Sehr gut. Ja, mein Lokroko hat sich auch gerade entwickelt. Jetzt können deins und meins im Kanon singen. Sehr gut, machen wir direkt eine Band auf, ne? Hervorragend. Lavita hat sich entwickelt. Yeah, Halbschalen-Pokémon. Diese Puppe katapultiert sich in die Luft, indem sie Gas ausstößt, das sich in ihrem Körper angestaut hat und sorgt so für Unruhe. Mhm, Pupita, erzähl doch mal, was ist das für Gas, wo kommt das her? Wenn nur Pupita selbst in diesem Kokon steckt und sich da entwickelt? Ist ja merkwürdig. Forzpita, das Blähungs-Pokémon. Nice. Eisenabwehr, ja, das ist wieder typische Kokon-Attacke hier. Nein. Wollen wir nicht. Das wäre gut. Dann nehmen wir ein bisschen Bonusgelöt hier für unseren lieben Starter. Und dann läuft das. Pupita und die Puperze. Ey, das könnte original so ein Pokémon-Folgennamen sein, oder? Aus dem Anime. So schön im alten Stil, wo immer so eine Art Schrifttafel reingeflogen kam und dann hat Ash selber diese Folgen vorgelesen. Pupita und die Puperze. Ja, fühle ich komplett. AP Plus nehmen wir, glaube ich, auch mal für das Loderlied. Das war ja relativ low im Vergleich. Ja, und ich muss sagen, unser Team sieht da mittlerweile ganz gut aus, oder?
Dann könnten wir jetzt noch schauen in den guten alten Pokédex, der irgendwo hier war, glaube ich, ne? Oh, warte, das war einmal falsch. So. So, Pokédex, ob ich schon noch eine Belohnung snacken kann. Junge, wo guckt ein Pupita da unten eigentlich hin auf seinem Eintragsbild? Nach oben. Er hat Gott gesehen. Was für eine Legende. Und dann war es hier im Pokédex und nochmal X. Ja, bisschen Sternenstaub. Und noch ein paar EP-Bonbons. 3 auf M. Oh, und da gibt's Flottbälle. Geil, Junge, Flottbälle werden die Superbälle ersetzen. Ich sag's, wie es ist. Dann können wir aber noch mehr EP-Bonbons reinrödeln. Plus, wir haben ja ganz gute TMs bekommen, ne? Wer bekommt das jetzt? Auch Pupita? Ja. Ja, genau. Wieso nicht? Let's go. 32, sehr gut. Okay. TMs waren hier hinten. Ich fand jetzt Dunkelklaue und Blutsauger gar nicht so uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Surfer auch ganz nett, aber skaliert nicht gut mit meinen Pokémon. Mülltreffer. Boah, Stärke 120, aber Genauigkeit 80 ist halt... Ah, und nur 5 AP, ne? Genauigkeit 80 ist halt wieder so... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie sieht's denn bei Dunkelklaue aus? Hohe Volltrefferquote, Stärke 70, Genauigkeit 100. Wäre eigentlich perfekt, ne? Für meinen Krokoboy, würde ich sagen. Ist ja so der Schlitzer der Geist-Pokémon. Und nehme ich, glaube ich, statt Biss. Oder behalte ich Biss und hau den Kanon weg? Weil Biss hat wenigstens noch Zurückschrecken, ne? Ja, dann hauen wir mal Kanon weg, komm. Auf Wiedersehen. Yeah. Okay, das war, glaube ich, alles, was ich noch so im Auge hatte. Und dann sind wir erstmal fein. Cool. Dann können wir rüberfliegen und dann geht's zum nächsten Ziel, Leute. Ehre, die Frage ist nur, wo ist ein Rüberfliegen? War es da oben? Nee, ne? Irgendwo da, genau. Da waren wir zuletzt. Diese sich drehende Karte, man muss echt immer erstmal kurz klarkommen. Bruder. Bin ja mal gespannt, ob es nach dem Ende des Games noch eine Story gibt. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob DLCs oder so in Planung sind, ne? Bin ich überhaupt nicht informiert, muss ich zugeben. Gibst du diesem Reit hier auch einen Pokédex-Eintrag und kann man mit dem auch kämpfen? Bestimmt im weiteren Verlauf. Also aktuell ist es nur mein Reittier, weil ich es damals am Strand gerettet habe. Und seitdem ist es in mich und Sandwiches verliebt und folgt mir. Aber viel mehr ist noch nicht passiert, ne? Genau, so ähnlich. Und ja, ich denke mal, wir werden das jetzt aufpäppeln und immer stärker machen. Und dann werden wir es nochmal bekämpfen müssen, um uns zu beweisen oder so. Und dann kann man es auch normal mitnehmen. Aber kann ich nur erraten aktuell, ja. Zoe, hallöchen. Das Pokémon ist das Leggy und aktuell kann man mit dem noch nicht kämpfen. Kann sein, dass das irgendwie das Ende von einer der Storylines ist, ja. Denkbar. Dein Kroko ist aber ein Spezialangreifer, das ist wahr, aber ich will die Dunkelkralle trotzdem haben, oder Klaue, bis wir was Geileres haben. Vielleicht ein Spukball, ne? Ich glaube, Spukball wäre da ein bisschen geiler. Vielleicht kann er das auch schon, warte mal, da hast du natürlich recht, ich hätte vorher nochmal gucken sollen. Wie das manchmal so ist. Warte, das war hier rübergehen und Attacken verwalten. An alte Attacken erinnern, aber... Ja gut, Schlecker wäre hier jetzt dabei. Aber Schlecker ist auch ein direkter Hit, ne? Ja, das ist auch nicht so speziell, wie ich es gerne hätte. Na gut. Aller Anfang ist Huhn, Leute. Eine Elefantenherde. Nice. Was stapft da? Ist das noch ein Lavitar? Tatsächlich. Was stapft denn da? Ein Lavitar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich kaufe nochmal ein paar Superbälle. Und dann gehen wir zu, ich glaube, Kampfarena wollte ich, ne? Willkommen im Pokémon Supermarkt. Ja, Mann, ich brauche Superbälle. Insgesamt könnte ich 90 nehmen. Ich nehme nochmal 21 mit. Weil ich kann gerade nicht einschätzen, wie viele neue Pokémon wir jetzt auf dem Weg so finden werden. Okay, das war gut. Und dann hatte ich, glaube ich, auch hier drüben schon markiert, oder? Warte mal, ein bisschen rauszoomen. Da oben wollte ich, glaube ich, hin. Wo jetzt eine Überlegung wäre, vielleicht doch dahin zu gehen erst. Weil vor dem Kampftypen habe ich irgendwie ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist schwierig wieder, ey.
Das ist wieder schwierig, ich sag euch das. Aber ich fürchte, wenn ich jetzt irgendwo anders hin aufbreche, dann verlaufe ich mich einfach nur. Da unten ist Normal-Arena. Und das wäre Eis. Eis ist fast ein bisschen näher dran. Nee, Leute, wir nehmen jetzt erstmal Eis, ganz ehrlich. Die hatte ich fertig gemacht gestern. Aber das war auch mein siebter Ort. Das war dein siebter, okay. Ja, ich meine Eis, wenn es wirklich nur Eis ist, haue ich es mit Feuer weg. Wenn es irgendwie Rex Blizzard und so ist, natürlich noch geiler. Wenn es ein Yugong ist, dann nehme ich meine dicke Frosch-Strom-Bestie. Darum glaube ich, der ist erstmal lässiger als Kampf. Aber kann natürlich sein, dass wir auch hier unter auf die Schnauze kriegen, ne? Passiert. Wir finden's raus. Deine Stimme ist ja der Hammer, bist du Synchronsprecher. Dankeschön, aber bin ich nicht, nein. Probier mich so ein bisschen an Hörbüchern und Co. aktuell. Aber ansonsten bin ich vor allem Gaming-Creator. Wasser und Käfer klingt aber auch ganz nett, muss ich sagen. Gerade Käfer-Arena-Leiter habe ich so gar keine Angst vor, ne? Aber genau das könnte die Falle sein. Wenn die dann mit einem schönen gebufften Sherox um die Ecke kommen. Oh Junge, Angst ist auf jeden Fall am Start, ne? So, nochmal gespeichert für die Sicherheit, falls wir die FPS gleich wieder durchdrehen. Und dann hoppeln wir mal in Richtung Freiheit. Und in der Eis-Arena, da haben wir ja dann sicherlich auch drumherum Eis-Pokémon. Möglicherweise kommt da ja ein wunderbarer Seemops auch. Das wäre toll. Jetzt, wo Zoe da ist, könnte der Boy ja ruhig mehr erscheinen, ne? Hier ist hier, sage ich nur. Nur wie komme ich jetzt da rüber eigentlich? Muss ich da so rumlaufen? Nee, der kann doch nicht komplett eingeengt sein hier über die Berge, oder? Es muss doch irgendwo eine Art Weg geben. Aber wo? Vielleicht da oben irgend so eine Passage durch die Berge? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ob wir da auf der richtigen Spur schon waren und ob es hier irgendwo runter oder hoch ging. Oder auch nicht. Ich bin einfach Synchronsprecher für mich selber. Das ist auch gut, ja. Ich synchronisiere mich jeden Tag aufs Neue selbst. Dies ist mein Weg. Wäre auf jeden Fall ein spannender Job auch, oder? Oh nein, nein! Das Eichhörnchenrudel, ach Mann. Die Bremse wurde wieder zu spät gedrückt. Verdammt. Naja, dann singen wir es mal kaputt, oder? Loderli! Hey! Hat so ein bisschen was von den Phönixflammen vom Magier, oder? Wenn so dieser Feuervogel geflogen kommt. Lasst ihr mich an das Item ran, bitte. Ich will euch nicht töten. Ja gut, euren Freund habe ich jetzt schon gegrillt, ne? Aber seht das als Warnung. Ihr müsst sein Schicksal nicht teilen. Tada. Der Schmierhain. Oh, eine Top-Genesung. Ja, weil hier die Bäume alle bemalt sind von diesem Graffiti-Äffchen-Pokémon. Darum ist das der Schmierhain. Da ist so ein bunter Baum. Die malen hier alles an. Die Frechen, hör mal. Irgendwie triggert es mich, dass dieses Reittier läuft, obwohl es aussieht wie ein Motorrad. Ja, weil es seine wahre Kraft noch nicht kennt. Er hat das mit den Reifen noch nicht so ganz verstanden, ey. Sehr belastende Nummer. Was ist denn das für eine Ecke? Hallo, wer seid ihr denn? Und will ich das überhaupt wissen? Auf jeden Fall habt ihr hier ein paar TMs liegen. Strauchler? Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. Und Lawine. Oh, okay. Lawine bringt mir jetzt natürlich bei einer Eisarena nicht so viel. Wer seid ihr? Team Star. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die Team Star verlassen haben. Operation Stardust, Herausforderungen? Davon hören wir zum ersten Mal. Aber wir stehen auch nicht mehr in Kontakt mit denen, die das Sagen haben. Trotzdem schön, dass du bei uns vorbeischaust. Es ist zwar nicht viel, aber hier hast du ein kleines Willkommensgeschenk. Eine Sportkappe. Fühl dich wie zu Hause und bleib, solange du magst. Aber du kannst natürlich auch jederzeit wieder gehen. Ja, das mache ich dann mal. Danke für die Kappe, Bruder. Sehr geil. Ja, neuer Hut. Aber das wird der sein, den die auch tragen. Deswegen hält sich meine Begeisterung leicht in Grenzen, muss ich gestehen. So sad. Tja, aber irgendwie einen Weg hier über die Berge habe ich jetzt nicht gefunden. Ich fürchte wirklich, die wollen, dass ich ganz außen rum reite. Und das ist ziemlich frech. Ja, geh mal in unser Zelt, ne? Geh mal in unser Zelt und mach die Augen zu. Da gibt's eine Überraschung.
Also ich liebe das Reiten, aber ich sehe 90% der Pokémon vor mir einfach nicht mehr. Ich reite da einfach rein. Bam. Naja, mehr Eichhörnchen-Schnitzel. Immerhin was im Magen, wa? Bis daheim. Bisschen Raffelhaar wird mitgenommen. Tja, dann machen wir jetzt wohl die große Hafenrundfahrt. Dann muss ich durch die Wüste. Und das da könnte so eine Art Fahrstuhl sein. Ist es aber bestimmt nicht. Alter. Ich sehe wirklich nichts. Unglaublich. Aber so können wir diese herrliche Animation von Loderlied noch ein paar Mal genießen. Dass du die nicht einfach niedertrampelst. Oh wait, ist der Pokémon einfach überfahren, ne? Bam. Oh, Ladungsstoß ist big. Den nehmen wir mit auf jeden Fall für Donnerschock, würde ich sagen. Ja. Die meisten spawnen auch direkt vor einem. Ja, wenn man so schnell ist, ne? Und die dann echt ein bisschen brauchen, dann kannst du da echt gar nicht mehr ausweichen. Hier, zumal es ja auch wirklich ein bisschen abbremst, ne? Man sieht so einen ganz kleinen Moment, schlittert man eben doch noch nach vorne. Was ja auch jetzt realistisch ist. So realistisch, wie es in Pokémon halt sein kann. Junge, was ist Wumpitz denn? Wumpitz ist eine der wunderbarsten Sachen, die es gibt. Schau mal. Look at him. Geil, oder? Und die Vorentwicklung ist einfach so eine Kaulquappe, die rumfliegt mit so einem Bauarbeiterhelm. Ja, Blip heißt sie einfach, genau. Blip wird zu Wumpitz. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Bist du jetzt aktuell mit deinem Team so zufrieden oder willst du noch was verändern? Das Ding ist, sobald ich darauf antworte, renne ich in ein Shiny Nidoran oder so und dann hat sich das eh erledigt. Deswegen bin ich weiterhin offen für Änderungen, aber bin auch gleichermaßen erstmal sehr zufrieden. Ja, also ich geier jetzt nicht auf eine bestimmte Änderung, aber wenn es sich so ergibt, dann sei es so, sage ich mal. Warum sind denn hier so viele Items jetzt? Holy shit. Was wird denn das hier? Ein Team Rocket Quartier oder was? Hier hinten lag, glaube ich, auch noch was, oder? Oder war jetzt alles weiter oben? Ah, nee, da ist noch was. Boing. Yeah. Hello. Zweimal Äther. Junge. Aber eine sehr wilde Baustelle hier. Heinz, wo legen wir die Timerbälle hin? Ja, ja, da oben irgendwie auf Absperrband Nummer 3. Alles klar. Machen wir so. Kein Ding. Ein Aufwecker. Und ganz oben liegt noch eine TM. Boah, das ist safe die geilste Attacke, die es überhaupt gibt, ey. So, sehr elegant. Und es ist... Na, Bruder, oh nein, ich häng fest. Oh nein. Oh nein, ich häng fest. Was ist passiert? Okay, ich häng wirklich fest. Ja, das heißt, ich muss ein bisschen eleganter springen anscheinend. Das war nicht viel eleganter, glaube ich. Mann, ich muss perfekt landen hier. Oh nein. So vielleicht? Ja! Akrobatik. Wow, wie passend. Oh mein Gott, wie passend. Es ist die beste TM, die da hätte liegen können. Ich fasse es nicht. Ich habe auch ein bisschen mit Sternschauer gerechnet, aber Akrobatik war ja wohl 10 von 10 jetzt. So, da ist auch noch was. Mal gucken. Was bist du noch hier? Juwelenkraft. Aha. Attacke mit Lichtstrahlen. Sehr gut, sehr gut. Jo, dann war das nur auch nicht der Weg, den ich irgendwie finden wollte. Aber wenn ich da jetzt runterspringe, dann... Oh, ein starrer Lili. Ja moin, dann komme ich nie wieder hoch. So beginnt es. Ein neuer Weg. Ein alter Ball. Und ein neuer Freund. So gleicht sich alles aus im Leben. Sehr gut. Guck mal, starrer Lili. Willkommen in der Gruppe. 10 EP hat's gebracht, geil, übertreib bitte völlig. Staralili, Star-Pokémon. Auf der Suche nach Käfer-Pokémon fliegen Schwärme von ihnen durchs Land. Ihr Ruf erzeugt großen Lärm. Nice. Davon fange ich jetzt 100 und dann lasse ich sie in der Stadt frei. Im Büro von dem, der die Karte designt. Und hier sind auch Vati. Oh, es schläft oder es ist tot. Ne, ich glaube, es schläft. Das andere steht daneben und passt auf, dass es in Ruhe schlafen kann. Womöglich für immer. Pokéball. Dann können wir hier jetzt schon hochspringen. So. Ah, Hopsprawls again. Sehr gut. Wir sind hier relativ am Anfang. Das heißt, wir haben viele sehr nette und sehr kleine Pokémon.
Das finde ich erstmal sehr sympathisch. Schlagbohrer. Das Ziel Rammen mit einer hohen Volltrefferchance. Das klingt eigentlich auch ganz geil. Und Hopfspross fliegt hier munter umher. Da ist doch wieder so ein Gespenst. Ich wollte sagen, da bewegt sich da irgendwas. Gib mir deine Münze. Dankeschön. Ich bin selber ein Gespenst. Ich nehme alle Münzen an mich. Ehre. Ich finde es immer ein bisschen weird, dass du mit einem legendären Pokémon durch die Städte läufst und keine Sau interessiert das. Oh, schon wieder der mit einem der seltensten Pokémon der Welt. Ja, man kennt ihn, ne? Ist schon wieder diese Zeit des Tages. Ja, großartig. Das ist in der Tat ein bisschen weird, aber allgemein haben die NPCs in der Edition ja nur bedingt Bock zu interagieren. Viele reden lieber dann mit anderen NPCs als mit mir. Also irgendwie hassen die mich generell, ja. Und darum wollen die auch nichts mit meinen Pokémon zu tun haben. So sad. Hast du etwa ein was? Wow, du hast echt einen Terra-Kristall-Orb. Los, zeig mal her. Ja, zeig doch erstmal Terra-Kristall-Orb, Bruder. Der Knirps Timmy. Er hat sogar Pokémon-Hosenträger und er hat einen Pormel. Aber ich glaube, der wird nicht so eine gute Zeit mit mir haben. Level 8. Nice. Können wir Dunkelklaue mal benutzen. Oh, das arme Pormel-Junge. Es wurde von den Schatten zerfetzt. Auf Wiedersehen. Weiß nicht, ob ich einfach unverschämtes Glück habe, aber ich habe gerade das erste Mal Fukano getroffen und es war einfach shiny. Das nennt man in der Tat unverschämtes Glück, Kizetti. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das? Mein Pokémon wurde brutal getötet, Mann. Best day ever. Crafts Definition eines neuen Freundes. Ich werf dir einen Pokéball an den Kopf und zwinge dich dazu, mein Freund zu sein. So sieht's nämlich aus. So habe ich meine Freunde damals auch zu Pokémon gebracht. Habe ich gesagt, du willst nicht? Naja. Dann bin ich jetzt dein Meister. Let's go. Einfach Ball am Kopf und läuft, ja. Das sind die Gesetze der nerdigen Welten. Was sollten sie tun? Ganz einfache Sache. Ich habe tatsächlich früher immer versucht, meine Freunde auf recht witzige Art und Weise für WoW zu motivieren. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die Kalendergeschichte. Wenn ich gemerkt habe, bei den Kribbels in den Fingern und die wollen und warten nur noch so auf einen Auslöser oder irgendwen, der kommt, dem sie dann die Schuld dafür geben können, dass sie wieder für eine Prüfung nicht gelernt haben, da habe ich dann meinen Kalender genommen und habe da dann reingeschrieben, am nächsten Tag, Max spielt wieder WoW. Und dann habe ich so angefangen zu fragen, jo, Max, im Kalender, da stehen doch eigentlich nur Sachen, die richtig sind, oder? An die wir uns halten, ja. Da stehen ja so Feiertage drin, ne, so wann Weihnachten ist und Ostern und so. Ja, ist richtig. Also, da stehen, Max, jetzt unter uns, da stehen nur Wahrheiten im Kalender, oder? Ja, was willst du denn? Ja, also hier steht für morgen, Max spielt wieder WoW. Was machen wir jetzt? Ja, und dann, zack, musst du da wieder anfangen, ne? Da steht ja im Kalender. Mit so einem Blödsinn hat mich meine Freundin immer zurück zu WoW geholt. Man muss halt kreativ sein, ja. Sehr kreativ. Mehr Pokebälle. Ich glaube, der Loot lohnt sich hier gar nicht mal mehr so sehr. Weil das ja echt wieder so ein Startbereich ist, ja. Wild. Das heißt, wir könnten hier jetzt nochmal ein bisschen heilen, obwohl das eigentlich nicht nötig ist, aber wenn das Pokécenter da ist, nehmen wir es mit. Oh, warte, du bist nicht das Pokécenter. Sie ist das Pokécenter. Ausgezeichnet. Balo, hallöchen. Vielleicht bist du der Haupt dieser Welt, das stimmt. Ich wurde zu dem, was sie immer bekämpfen wollte, ja. Scheiße. Wenn du den rechten Stick reindrückst, kannst du auch die Kamera rauszoomen. Ist bei der Erkundung echt angenehm, weil man viel weiter sehen kann. Ey, der rechte Stick ist so eine kleine Geheimwaffe, kann das sein? Eben bei der Karte, jetzt hier. Das ist auf jeden Fall auch sehr sick. Ja, dankeschön für die Hinweise. Ich meine, ist ja... Oh nein, es beginnt schon wieder. Es ist ja immer kein großes Geheimnis so bei vielen Sachen, ne? Bei der Karte steht ja unten zum Beispiel auch dran, ja, drück doch mal rechts, ne? Für irgendeine Zentrieren-Option oder so. Aber, naja. Bevor man alle Knöpfe drückt, ist erstmal 3 Stunden durchgehend meckern angesagt, ne? Man kennt ihn. Was haben wir hier? Fußkick. Okay. Und mein Ziel ist vor allem da unten. Deswegen würde ich da auch erstmal ganz gerne hin, weil das war ja auch ein gutes Stück entfernt, ne? Das heißt, wir werden da, glaube ich, auch ein bisschen... Oh, ein Hornweisel hat sie erledigt, Leute.
wird sich ein bisschen ziehen, der Weg. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn wie wir sehen, haben wir ein bisschen was zu tun unterwegs. Findet man eigentlich auch Glumanda, Shiggy und Co.? Bisher nicht. Es wird wohl ein Event geben, in den ersten Wochen jetzt nach dem Release, wo man bei diesen Terra-Kristall-Raids ein besonderes Glurak bekommen kann. Weil Glurak darf natürlich nicht fehlen. Aber wie sie das mit den anderen halten? Bisher habe ich nichts gehört dazu, ja. Okay, was machen wir mit Hornweisel? Vielleicht mal so ein bisschen, ja, wobei es Level 25, ne? Das muss eigentlich im Ball bleiben und die Schnauze halten. Das fände ich schon sehr nett. Du wärst der perfekte Dealer, Leute überreden kannst du wohl. Ey, Mann. Hey, willst du vielleicht Drogen kaufen? Nee, ja, Bruder, aber es steht im Kalender. Boy, da muss ich aber los. Vielleicht Wampitz mit einer Aquaknarre einfach? Das klingt doch wack genug, oder? Ich glaube, mit einer Aquaknarre kann ich Hornweisel mal so ein bisschen schwächen, während ich da auf meinem Motorrad sitze. So nämlich. Wolfer, hi, wie lang wird der Stream heute? Ich tippe auf circa 10 Stunden. Mal sehen. Mal sehen, Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Also, mal sehen, wie es zu den Abendstunden aussieht. Aber erstmal wird natürlich reingebuttert, ja. Das ist klar. So, Wampitz, du bist verwirrt, aber du kommst bestimmt zurecht mit der Verwirrung, oder? Mal gucken. Ja! Gut, das war sehr, sehr lahm, der Hit. Aber es bufft mich einfach immer weiter, ne? Vom 2. bis 4.12. glaube ich, aber nur für Leute, die die Story schon durch haben. Boah, da müssen wir ja Speedrun einfach machen, ne? Damn. Ja, also da basteln sie wieder ein bisschen mit Events und so. Es kann sich wirklich heilen. Oh, Hornweisel, bist du ekelhaft drauf, ey. Das ist ja richtig schlimm, Mann. Aber ja, an sich können sie da natürlich mit Events immer gut was rausdruckern. Kraft macht den Alligator. Willst du mit mir WoW suchten? Ist so. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz lauert, oder wie war das? So sieht's aus. Ich mag's auch, wie das Raffel da hinten ganz in Ruhe rumstolziert, während ich hier von der Bienenkönigin fünfmal hintereinander zerkratzt werde. Nein, eine Aquaknarre nehmen wir mal noch. Aquaknarre! Und es heilt sich wieder. Boah, ey, das ist wie mit Mewtwo in den alten Editionen. Das ist gerade low, zack, Genesung. Ne, werf jetzt den Hyperball und believe, dass die Paralyse reicht. Come on, Hornweisel. Sei nicht so eine räudige. Oh, sie ist eine ganz ekelhafte. Ach, Mann. Ich meine, ja, es ist die Bienenkönigin. Es ist jetzt kein starrer Lili. Aber deswegen kann man sich ja trotzdem mal ein bisschen zusammenreißen, würde ich sagen. Was kann ich noch tun? Steinhagel, Katapult, das merkt's bestimmt alles weg. Vielleicht Kramorx mit so einem Windstoß oder so? Mal sehen. Netzball könnten wir auch probieren, ja. Los, Kramorx! Vielleicht ein Hit zum Schwächen und dann Netzball? Wäre eine Idee. Jetzt spammt es schon Ruheort, wenn es noch voll ist, ey. Es ist so in love mit dieser Attacke. Holy hell. Vielleicht ein Nachtnebel? Let's try. Was macht der so? Boom. Ja, das war gut. Guter Hit gewesen. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Und Kramorx sieht jetzt seine Verwandten. Ist verwirrt worden. Gelbe Vögelchen überall. Er ist das schwarze Schaf der Familie. Netzball. Come on. Solider Hit und Paralyse. Oh, du eklige, du Kratzfurie. Hat verfehlt, das ist nice, aber wir bleiben mal beim Netzball. Weil ich habe Angst, dass Kramorx sich gleich selber hittet und sie sich einfach wieder voll heilt. Darum muss man manchmal einfach ein bisschen reinspammen, ne? Und da haben wir es! Ey, sehr gut. Ich glaube, so oft habe ich noch nie meine Pokémon wechseln müssen. Hornweisel, hoffe, bist stolz auf dich. Bienenstock-Pokémon. Sein Rumpf fungiert als Wabe für die Larven, die es mit Hilfe verschiedener Pheromone frei herumkommandieren kann. Der Big Boss. Okay. Ein neues Buch mit der Bienenmutti. Hurra, hurra. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, da ist wieder ein Raffel. Da wird ein bisschen gebubut. Was ist das denn? Oh, das ist diese Olive. Ja! Nice, die ist auch toll. Look at him.
Yes, indeed. I'm very small. Na dann, Superball. Hau mal weg, den Kleinen. Ausgezeichnet. So muss das laufen. Da können sich die anderen mal ein Beispiel dran nehmen, oder? So. Wampitz ist einfach mein Spirit Animal. Glaube, das sehen sehr viele so und das völlig zu Recht. Oliven-Pokémon. Um sich vor Feinden zu schützen, sondert es aus der Frucht auf seinem Kopf Öl ab. Dieses ist so bitter, dass es einen zusammenzucken lässt. Ist im Grunde Duflor, aber mit einer Olive. Und in völlig anders, mit noch kleineren Beinen. Olini. Nice one. Ich bin Olini-Fan, ich sag's wie es ist. Hier waren noch ein paar Dick da. Und hier war so ein Zirpurse. Ja, der war mein allererstes Shiny in Arceus. Ja, weiß ich noch. Da habe ich hinter einem Baum gehockt. Auf einmal kam dieser Sound. Und dann kamen so ein paar Sternchen. Und dann saß ich da und dachte, scheiße, dieser miese Käfer, ist der sonst nicht orange? Warum ist der gerade gelb? War das for real mein erster Shiny Spawn? Und ja, es war so. Aber hier hat er sich gedacht, nicht nochmal, Bruder. So schon mal gar nicht. Vielleicht hätte ich es in den Kalender schreiben sollen. Dann hätte er keine Wahl gehabt. Verdammt. Zirpurse. Seine Beine sind kurz. Stolpert es, reiben seine starren Antennen aneinander und klingen dabei wie ein Xylophon. Wild. Ja, wenn du da so eine Massenversammlung hast und die trinken ein und fallen alle der Reihe nach hin, dann wackelt erstmal die ganze Stadt. Ganz gefährlich. Da haben wir noch einen Pflanzenraid. Aber das sind halt auch, da war noch ein Gespenst, oder? Aha, ich hab dich genau gesehen, Junge. Meine Augen sind überall. Es gibt kein Entkommen. Kraftvorrat. Glaube, die Raids lohnen sich nicht so, oder? Für die kleinen Bonbons. Vielleicht, wenn wir näher an dem Herrscher dran sind. Was leuchtet hier noch so schön? Ich erkenn's gar nicht. Ist das eine Terra Olive? Möglich. Lass mal sehen. Nee, es ist ein Dickter. Es ist ein Terra-Dickter. Okay, damn. Was hat er dabei für uns? Er hat... Was ist das denn? Stein? Boden? Steinboden. Okay, der hat so einen ganz seltsamen Marmorboden bei sich zu Hause. Tja, dann hätte ich einfach gesagt, ein bisschen Dunkelklaue und Abfahrt. Boom. Yo. Weg ist May. Moinsen, ich kenne doch die Stimme irgendwoher. Das kann tatsächlich mehrere Gründe haben. Also wenn du vielleicht manchmal WoW-Content genießt, da bin ich einer der größten deutschen Creator. Und hatte auch diesen gern gehörten Lore-Talk mit dem Onkel Barlo. Abseits davon, wenn du jetzt nicht so aus der WoW-Ecke kommst, dann vergleichen mich manchmal Leute mit Thorsten Sträter, weil ich wohl so ähnlich rede. Vielleicht ist es irgendwas davon, ansonsten... Wüsste ich jetzt nicht. Das sind so die beiden großen Säulen, ja, die immer gern in den Ring geschmissen werden. Okay, Dickter. Willkommen in der Gang. Geil. Ah, aus WoW, siehst du. Gucke da, gucke da. Bescheiden 1, 2, 3, 5, 4. Ja. Meine natürlich, dass ich generell der Größte bin. Lol. So sieht's aus. Genau so. Ich überlege nur gerade, ob wir da jetzt runterwuseln oder ob wir direkt zu dem Herrscher gehen, weil so viel habe ich jetzt ja nicht in die Fresse bekommen. Darum glaube ich jetzt jedes Mal zu den Pokécentern zu rennen, wegen irgendwie einem Mini-Tackle von einem Dick da oder so. Oh, Hallöchen. Da wäre das nicht so die richtige Entscheidung, was jetzt das Zeitmanagement angeht. Hoppala, hoppala. Zack, nehmen wir noch einen Trank mit. Und dann müssen wir dort rüber. Dann können wir mal ein bisschen Gas geben hier. Tempo, Tempo und so. Und Abfahrt. Bei WoW der Größte und hier will er nur der Allerbeste sein. Frechheit. Frechheit. Was ist das denn hier? Ein Fußballfeld? Das ist ja geil. Cool. Bisschen Fußball spielen. Oder was auch immer das in der Mitte ist. Das ist ein sehr seltsamer Fußball. Nein, es ist wirklich... No way. No way. Oh mein Gott. Hier kann man schön Turniere veranstalten, dann im Multiplayer.
Oh, dann schön paar Tore schießen, Alter. Bam. Yay. Läuft. Punkt für mich. Richtig sick, Mann. I like it. Gleich kommt sowas wie, du bist doch der aus dem Supermarkt, der mir die letzte Müsli-Packung vor der Nase weggeschnappt hat. Dann hätten wir noch einen weiteren, das ist ein Hefel, okay. Einen weiteren Punkt mit auf dieser Liste, ja, den ich dann künftig immer erwähnen werde. Moldrit heißt diese Stadt, okay. Da war auf jeden Fall auch ein bisschen was los, aber unser Ziel ist das Herrscher-Pokémon. Dö, dö, dö. Ab nach oben, ein Nebulak. Auf einen shiny Nebulak hätte ich auch Bock, aber bei Gengar sieht man das immer gar nicht mehr, ne? Ich glaube, Gengar war eins von den Shinies. Was ist das denn hier? Wo du es gar nicht so siehst, wenn du es nicht weißt. Was bist denn du? Schlingel? Ein Schlingel. Okay. Das ist einfach ein Vögelchen mit einer Blumenmütze, oder? Du siehst ja ultra weird aus. Ich muss dich haben. Komm zu mir. Ich sehe auch ultra weird aus. Oh, das gefällt ihm nicht. Er dachte bis eben, er sieht sehr, sehr cool aus. Und jetzt beschießt er mein riesiges Feuerkrokodil. Schlingel, du musst mal jetzt in den Pokéball kommen hier. Come on. Du bist von Level 15, Bruder. Mach hier keine Szene. Er macht komplett die Szene. Er ist wirklich ein kleiner Schlingel, ne? Damn, Junge. Sehr, sehr unangenehm. Los geht's. Bam. Boah. Ey, auch jedes Mal ein Wackler mehr, ne? Jetzt ist die Frage, wird er beim nächsten einfach drin bleiben oder wird er direkt ausbrechen? Ah, warum stellt er sich so an mit Level 15? Oh mein Gott. Wow. Und er pfeffert mir sein gesamtes Attackenrepertoire in die Schnauze. Okay, ich verstehe. Du willst ein bisschen auf die Schnauze haben. Das Problem ist nur, ja gut, Grammorx vielleicht mit dem Erstauner, wa? Das ist so das Höchste der Gefühle, was ich ihm geben kann. Klein, aber ein Kämpfer, ist so. Ist so. Das sieht so aus, als würdest du gegen dein Schienbein treten, wenn du ihm keine Süßigkeiten kaufst. Ist echt so. Wie bei den Ami-Serien immer, wo die Jugendlichen dann vor so einem Kiosk chillen und sobald irgendwer was kaufen geht, hey Mister, können Sie uns vielleicht Bier kaufen? Und wenn du dann sagst nein, dann zieht er einfach seinen Baseballschläger, ja, so einen ganz kleinen Stock. Und dann bam 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 immer gegens Knie, Junge. Sehr belastend. Aber jetzt muss es eigentlich passen. Ah, der Erstauner, der hat ihn bekommen. Sehr gut. Grammorx, auf dich ist noch verlassen, ne? So ganz ohne Entwicklung. Kann er doch ab und zu glänzen. Pupita versucht Erdbeben zu erlernen. What? Jetzt schon? Das ist ja mega geil. Pupita, du kranker Hund, Alter. Was nehmen wir dafür weg? Steinhagel, Katapult. Fruststampfer eigentlich auch geil, ne? Aber ist erst dann richtig geil, wenn die vorherige Attacke fehlgeschlagen ist. Darum fühle ich es gar nicht mal so. Dann hauen wir den Fruststampfer weg. So, wir wollen ja nicht frustriert sein, wa? Mackie Mac mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Habanero-Pokémon. Je länger es Sonnenlicht tankt, desto intensiver werden die Scharfstoffe in seinem Körper und umso pikanter fallen seine Attacken aus. Das ist ultra weird. Junge, Nebulak, beruhig dich mal. Was zum... Hilfe, Nebulak versucht, meinen Körper zu übernehmen. Der hat ja wirklich richtig Bock, aber Nebulak, ich hab dich schon. Ich will dich jetzt auch nicht töten, Mann. Beruhig dich mal. Tschüss, Tom Schniedel. Was haben wir da unten? Das ist so ein kleiner Mehikel-Auflauf. Aber was ist das Kleine, was da mitläuft? Oh, ein Wuffel. Den habe ich noch nicht, oder? Hallo, Wuffel. Grüße dich. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, habe ich echt noch nicht. Bist du vielleicht ein wirklicher Good Boy und bleibst direkt im Ball drin? Da hätte ich ja Bock. Bis Baldrian. Oh, warum seid ihr alle so Ärsche auf dieser Route? Wahrscheinlich schmeißt der kleine Hund so viele Steine, Mann. Der hat ja ultra Bock. Okay, Grammorx, das ist dein Moment erneut. Problem ist nur, wenn der jetzt weiter so Steine schmeißt, da hat Grammorx ja selten Bock drauf, dann kann es sein, dass Grammorx gleich einfach tot umfällt. Und dann speichert es eine Menge Vogelfutter. Und durch den Sandwirbel jetzt auch Vogelsand. Aber mein Ziel ist das eigentlich nicht. Erstauner. Lass mal sehen.
warm. Oh, Junge, das war wirklich erstaunlich. Erstaunlich viel Schaden. Habt ihr das Mankey gesehen? Das war schon wieder auf Krawall gebürstet. Das dachte, hier gibt es irgendwas umsonst. Aber nein, hier gibt es nur Superbälle. Yeah. Ey. Nice one. Wuffels wurde gefangen. Ausgezeichnet. Mein eigener Hundi sozusagen. Wuffels, Welpen-Pokémon. Wuffels ist sehr zutraulich, solange es jung ist. Mit dem Alter wird es zunehmend wilder, doch es bleibt seinem Trainer auf ewig verbunden. Nice. Willkommen im Team. Ein Wuffels-Buch. Sehr schön, das würde ich jeden Tag lesen, wenn ich es hätte. Hoppala. Drifflon und Nebulak. Mehr kleine Ziegen. Jawohl. Welche war in der Edition deine erste Arena? Ich glaube, Pflanze war das, ne? Mit dieser Sonflora-Prüfung. Oh, und Pampuli. Hier ist ja einiges los in den Bergen. Nice. Was für Mäh, du bist ein Pferd und kein Schaf. Pampuli, du kannst jetzt der Erste sein, der einfach nur ein Good Guy ist. Die anderen sind ziemliche Vollärsche gewesen. Oh, du auch, du bist einer von ihnen. Oh nein, ich habe gehofft, das kleine Pferdchen. Das macht es besser als die anderen. Aber ich fürchte, dass auch das Pferdchen einen Erstauner haben möchte. Los geht das. Ist das nicht ein Esel? Es hat auch ein bisschen was von einem Esel, aber ich glaube, bei der Entwicklung erkennt man eindeutig, dass es eher ein Pferd sein soll. Ein Pferd voller Schmutz und Lehm und so. Ich glaube, das hat dann weniger was vom Esel. Aber ich bin auch kein Esel-Experte, also ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Los geht's! Toll. Kramorx, ich dachte, deine Erscheinung reicht aus. Aber nee. Auf diesem Berg sind sie alle hammerhart und wollen gern eins in die Fräse haben. Erstauner. Let's go. Boom. Okay. Zähigkeit wirkt. Verteidigung steigt. Noch ein Doppelkick. Ja, solange das nicht auch mit Steinen wirft, glaube ich, Kramorx ist fein. Obwohl es echt unhöflich ist, jemanden zu treten, der so einen schönen Hut auf hat, wenn ich das mal anmerken darf. Bam. Sehr gut. Zähigkeit wirkt. Das ist nicht das Problem. Dampfwalze dürfte nicht treffen. Jawohl, wir flattern ja. Hehe. Einfach gecountert, Junge. Und der Superball. Yeah. Wie hieß denn die Entwicklung? Pampross? Irgendwie so, oder? Aber ja, Muli, Esel, Pferd, ich meine, den Unterschied merkt man in der Lasagne jetzt auch nicht, oder? Pampuli, Packesel-Pokémon. Der Schlamm, der es bedeckt, besteht aus wiedergekäuter Erde. Dieser trocknet selbst dann nicht aus, wenn er lange der Sonne ausgesetzt ist. 110 Kilo wiegt er. Yo, das ist aber ganz schön viel Schlamm, oder? Damn, willkommen, kleines Muli, Esel, Pferd. Ich wusste, dass das Mankey Stress sucht. Holy hell, Mann. Naja, Flammenwurf it is. Es gibt gegrillten Schweineaffen. Lecker Schmecker, Alter. Let's go. Furzt der Vogel den an oder warum dreht der sich immer um? Ja, der erschreckt den einfach. Der dreht sich weg und dann denkt der Gegner, oh, zum Glück ist hier kein Vogel. Und dann dreht er sich wieder um. Oh, scheiße. Die sind aber wirklich alle sehr wütend hier auf dem Berg, ey. Meine Instant-Superball-Taktik, die kann ich mir richtig abschminken. Die stehen ja Schlange, um auf die Schnauze zu kriegen. Das ist ja verrückt, Junge. Verrückt, verrückt. Aber gut, kann ich mich mit der Muschelglocke so ein bisschen gegenheilen. Level-Up gibt's noch dazu. Das ist okay. Ja, seht ihr? Das nächste direkt. Eine Grille. Okay. Auch du wirst einfach weggeburnt. Kein Problem. Dank eurer biologischen Eselfachkenntnisse, Leute, konnten wir Pampuli schon richtig einordnen, bevor der Pokédex-Eintrag kam. Das heißt, in allen von euch steckt ein wahrer Pokémon-Professor. So sieht's aus. Finde ich gut. Und dann können wir nämlich die Professoren, die uns hier auf den Sack gehen, einfach ablösen. So. Easy going. Da hinten bubut noch was. Da ist ein Raid. Da rennt wieder so ein Pilz rum. Da wird auch gebubut. Na gut, da wäre jetzt noch ein Trainer, den können wir natürlich mitnehmen. Aber ich glaube, der wird auch nicht so viel auf dem Kasten haben. So oder so sind wir näher dran am Herrscher.
Irgendwann erreicht meine Kraft ihr Maximum. Aber was soll ich danach bloß mit mir anfangen? Ja, kannst du ja einfach ein Jahr lang wieder abbauen und dann fängst du von vorne an. Silvester der Schwarzgurt. Nice. Mickrig ist super, oder? Die Grille. Mickrig, also namenstechnisch wieder sehr wild unterwegs. Riolu, oh, den finde ich auch toll. Darum singe ich ihm was vor. Stirb, du Sau. Schönes Lied gewesen, oder? Hat er richtig gefühlt, ey. Das wird die Charts aber sowas von stürmen. Erstmal ein bisschen MTV-Hitparade auf den Schreck. Stabil. War's das schon? Tatsächlich. Naja. Der Stärkste hier, ne? Bester Mitarbeiter. Vom Maximum bin ich noch weit entfernt, würde ich auch so sehen. Mit einem Riolu, Bruder. Du musst dich dringend mal ein bisschen formen. Deinen Körper, deinen Geist, dein Pokémon. Alles, was dazugehört. Oh, das ist hier dieses rumfliegende Tütü-Teil. Das hatte ich, glaube ich, auch schon, oder? Lass mal gucken. Flatutu, ja. Flatutu. Habe ich nicht. Haben wir nur bekämpft. Okay, Flatutu wie immer. Deine Chance, der Allerbeste auf diesem Berg zu sein. Boah. Bester Mitarbeiter. Möchtest du wirklich von Professor Malfred Aufgaben bekommen zum Sammeln? Oh, damn. Ja, die Verbindung ist jetzt leider schlecht geworden, ne? Schade, jetzt konnte das Anmeldeformular nicht weggeschickt werden. Jetzt müssen wir doch die alten Professoren behalten. Oh nein. Aber vielleicht ersetzen wir sie einfach alle durch Flatutus. Wäre da auch ganz nice. Kommt der Lehrer durchs Fenster geflogen. Wenn du keinen Bock auf den Lehrer hast, mach das Fenster vorher zu. Weißt du, ey, Freistunde. Auch schön. No, meine süße Mietz hat ein Trasler und Sesokitz aus dem Leben gehustet. Diese blöden Schwächen, warum darf ich die nicht einfach tothauen und werde am Ende gefragt, ob ich es fangen will? Frech, ne? Darum bin ich auch so übervorsichtig. Ach Mann. Yukine, hi. Seine Fußspitzen schweben dank der Psychokräfte, die von den Rüschen an seinem Bauch ausgehen, knapp einen Zentimeter über dem Boden. Die Psychokräfte, die von seinen Rüschen ausgehen. Wie schön. Ja. Eins, das glaube ich eher nicht mein neues Lieblings-Pokémon wird, aber Freunde von Rüschen, ne? Die kommen hier voll auf ihre Kosten. Sehr, sehr gut. Was haben wir da unten? Das sind wieder ein paar Vorentwicklungen von unserem guten Freund, nämlich Vampitz. Das waren diese Kaulquappen mit dem Bauarbeiterhelm. Was schwebt hier noch rum? Das sind alles Tütü-Heinis. Was ist das da? Was bist du denn? Achso, du bist wieder so eine Ziege. Gut, ich glaube, dann haben wir so einiges hier am Start. Pokéball, mehr Kaulquappen. Und wie weit sind wir denn noch weg? Lass mal gerade sehen. Meine Karte arbeitet jetzt ja mit. Oh, das ist, warte, das ist noch ein ganz schöner Meter. Oh, hier gibt's auch Fanti. Yo, look at him. Den brauche ich auf jeden Fall auch noch. Da müssen wir rüber. Ja gut, das ist noch ein Meter, ne? Vielleicht finden wir bis dahin noch ein Fanti. Obwohl das eigentlich hier schon hätte irgendwo mit rumlaufen müssen. Ich fürchte, die Tütü-Heinis haben alle Fantis bereits getötet. Das prangere ich wirklich an. Naja, da ist ein Haufen Driftlon. Kein Fanti für mich, Leute. Das ist schade. Dabei war ich immer so gut zu Elefanten. Außer in It Takes Two. Aber da musste es sein. Da ging es nicht anders. Wuffels, Wuffels. Okay, dann wäre ich jetzt hier durch die Höhle gehoppelt. Große Höhle auf jeden Fall. Ah, hier ist wieder so ein Holzkohlentyp. Also wirklich, der ist aus einem ausgebrannten Stück Holzkohle entstanden. Und ist jetzt sehr rachsüchtig oder so. Darum muss man bei dem ein bisschen aufpassen. Und jetzt ist nur die Frage, reite ich am Fluss lang? Oder reite ich eher nicht so am Fluss lang? Glaube ich, reite hier erstmal auf dem Weg und dann sehen wir weiter. F an den It Takes Two Elefanten, ja. Fanti, warum? Die Prinzessin. Hast du schon mal so eine Lichtsäule gesehen? Die sieht man auch von ganz weit weg. Ja, gute Kamerafahrt an der Stelle, genau dahin, wo man ausnahmsweise keine sieht. Rosa. Oder Rosa. Nee, hier habe ich keine gesehen. Ein Schuppe. Ja, moin. Dann werde ich Schuppe wohl ein bisschen wegburnen oder einfach kaputt beißen, das geht auch. Bam, Junge, ein bisschen Todesrolle, dies, das.
Real Bush mit dem 12. Monat, das ganze Jahr. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und wir brauchen wirklich kein Poké-Center, ne? Die Route ist so underlevelt hier. Da kann ich einfach mit der Muschelglocke gegenregen. Super nice. Oh, ich bin geblendet. Nein. Lass das doch. Mach doch die Augen zu, wenn's leuchtet. Fanti, da ist er. Oh, er hat gewartet auf mich. Look at him. Was für ein wunderschönes Pokémon. Ein Baby-Elefant. Fanti, du hast gesehen, ne? Dieses Tütütütü. Oder wie es hieß. Das, wow, okay, du hast es nicht gesehen. Ach, Fanti. Fanti, warum bist du so, Mann? Das ist echt nicht nett. Dann gehen wir wieder auf Gramorx, ne? Muss wieder ein bisschen die Geisterbahn ausgepackt werden hier. Aber ich hätte mir echt gewünscht, er hätte zugesehen, wie wir den flatternden Rüschenboy von gerade eingesackt hätten. Dann hätte er jetzt gewusst, dass es kein Entkommen gibt, ne? Aber er will lieber fighten. Tu ihm nicht weh, ich versuch's. Ja, er ist gut in der Defense. Er ist hart im Nehmen. Er ist ein kleiner, aber sehr mächtiger Elefant. Und ein feiner bestimmt auch. Bam. Sehr gut. Oh, Flashwege, ja. Gramorx bleibt tapfer. Noch ein Erstauner hinterher. Und ich glaube, jetzt könnte der Superball ganz gut sitzen. Und wir haben ja am Anfang auch diese weirden Zeichnungen bekommen, ne? Und so ein paar Fotos von dieser besonderen Domfahnenform. Mal sehen, wo der dann bei ist. Das ist bestimmt der finale Big Boy-Oberherrscher oder so. Ein Domfahn. Tja, passt auf jeden Fall, ne? Wenn hier schon Fanti, Panti, Hanti rumrennt, dann passiert sowas ganz gern. Fampi, es lebt in Nestern, die es an Flussufern baut. Er baut sich einfach ein Elefantennest. Geil. Nach dem Spielen im Schlamm muss es sich erst waschen, um sich wohlzufühlen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Warum ist da so eine schöne Schutzkruste dann gegen Insekten? Aber nee. Fanti sagt, sauber muss es sein. Was für ein Vorbild für uns alle, oder? Kann er gern bei mir vorbeikommen und ein bisschen staubsaugen mit seinem Rüssel. Aber ich fürchte, da hat er nicht so Bock drauf. Ah nein! Bin da extra zur Seite. Driftlon. Warum, Bruder? Jetzt muss ich dich kaputt beißen. Bam. Schön auf dem Luftballon gesprungen. Das war als Kind auch eine Zeit lang immer Highlight. Wenn man bei Geburtstagen aufgeräumt hat. Also meistens bei Geburtstagen von Erwachsenen, wo dann die Eltern hin sind, um mit aufzuräumen. Und dann mussten die ganzen Luftballons weg von der Deko. Dann schön überall drauf hüpfen, Alter. Bam, bam. Steinknochen. Kann vertickt werden. Sehr, sehr gut. Finde ich hier jetzt irgendwo eine Brücke? Oder wie soll ich da rüberkommen? Da oben ist eine Brücke erst. Naja, gut. Wir kommen auf jeden Fall ein bisschen näher dran. Das ist okay. Bis zum Herrscher KP voll, aber AP leer. Ich fürchte auch, wenn es so weitergeht, Mann. Ich reite doch genau auf der Straße. Wuffels, nee, du lässt mich jetzt gehen. Komm. Frechheit, ey. Einmal guckst du hier nicht hin. Sofort reitest du in 20 Pokémon rein, ja. Das ist unglaublich. Makuhita mit dabei. Da hinten leuchtet noch was. Das können wir uns natürlich mal angucken, was da leuchtet. Und die Trainer können wir auch mitnehmen. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch. Vom Wind, okay. Akademieschüler Pablo. Na dann, lass mal sehen, was hast du dabei? Ein Schmelke. Ich glaube aber, diese Schmelke wird keine gute Zeit bei uns haben. Denn ich singe ihm ein Lied. Schmelke, du verreckst jetzt. Sehr gut, sehr effektiv gewesen. Wusste ich sehr genau. Moin, das mache ich heute auch noch gerne, auch wenn die Feier noch im Gange ist. Geil, Nepo stürmt einfach irgendwelche Geburtstage. Hallo, ja, wer sind Sie denn? Ja, ich bin hier nur rein beruflich, ja, dann komplett auf die Bats, auf die Luftballons. Jetzt nimm mir doch den Wind nicht aus den Segeln. Na sicher. Wie lange streamst du heute Pokémon? Weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke wieder so bis 2 Uhr morgens ungefähr, vielleicht länger. Vielleicht weniger, je nachdem, wie die Stimme auch mitspielt. Die letzten Tage waren ja sprachlich ein bisschen intens, das kann ich leider nicht einschätzen. Aber an sich so lange wie läuft. Was haben wir da drüben? Mehr Fanti. Und was ist da? Ist das so ein Salzvieh? Tatsächlich, ein Salzvieh. Oh, und sie hat die Teekanne. Gib mir die. Ein Picknick. Gib mir deinen Teegeist.
Uff, diese Hügel hochzusteigen ist mühsamer als gedacht. Nach so einer Strapaze brauchen Körper und Geist erstmal einen Happen zu essen. Die Zutaten hier sind für dich. Damit kannst du auch ein wenig Nervennahrung zubereiten. Apfel, Banane, Joghurt. Das klingt aber ziemlich gesund. Schlagsahne, sehr gut, jawohl. Das ist eine schöne Mischung. Ein voller Magen studiert nicht gern, heißt es. Doch bei leerem Magen ist man erst recht aufgeschmissen. Daher tut auf Reisen ein bisschen Gesellschaft und Unterstützung besonders gut. Na, was hältst du von einer kleinen Rast? Ja, aber sicher. Da raste ich nämlich aus. Let's go. Hast du den Gollum-Juice bereitgestellt? Jawohl, schön Ingwer-Honig, ja. Und ab dafür.